Diese defekte, sogenannte Verbindungsmuffe ist es, die zunächst für Ratlosigkeit und langes Warten auf den Saisonstart sorgt. Stromausfall im Bremer Weserstadion. Ausgerechnet zur mit so viel Spannung erwarteten Rückkehr des Brasilianers Ailton dieses Malheur. Genervte Spieler, zur Untätigkeit verurteilte Kameraleute, schwarze Bildschirme. Nur den Fans scheint das alles überhaupt nichts auszumachen. Vorbildliches Verhalten, das doch noch belohnt wird, wenn auch erst mit über einer Stunde Verspätung. Ob es daran liegt, dass Ailton, gerade zum Fußballer des Jahres gekürt, kaum einmal gefährlich vorm Werder-Tor auftaucht? Den ersten Treffer der neuen Saison erzielt auf jeden Fall ein Bremer. Gut verlängert. Ismail. Und der ist groß und der ist drin. Und das ist der, der nicht aufgibt. Schauen Sie genau hin. Nelson Valdez, erst 10 Minuten vorher für Werders glücklosen Neuzugang Miroslav Klose gekommen, mit dem einzigen Tor des Spiels, das dem Meister einen perfekten Start beschert, wenn auch mit etwas Verspätung. Premiere für den neuen Mann auf der Bayernbank. Felix Magath startet mit seinem Team ausgerechnet in der alten Heimat. In Hamburg geht's für den Rekordmeister um die ersten Zähler der Saison. Blitzschnelles Umschalten von Zé Roberto, findet zunächst keine Anspielstation, macht's allein, aber dann eben doch nicht. Und Tor! 22. Spielminute, Michael Ballack. Das 1:0. Dass das große Plus der Bayern deutlich macht, nicht nur in dieser Szene das Mittelfeld der Münchner ideenreich, quicklebendig, eine echte Augenweide. Wen wundert's da, dass ebenfalls ein Mittelfeldspieler für die Entscheidung sorgt? Der Freistoß. Sebastian Deisler selbst wird ihn ausführen. Und plötzlich ist er drin. 2:0. 71. Spielminute. Das 5. Tor im 20. Spiel für die Bayern für Sebastian Deisler. Der damit seine gute Leistung krönt und Felix Magath bei dessen 7. Anlauf zum ersten Sieg als Trainer gegen den HSV verhilft. Kakao heißt der umjubelte Mann auf Stuttgarter Seite zum Saisonauftakt gegen Mainz 05. Ecke für den VfB nach 20 Minuten und der erste Streich des Brasilianers. Und schon mal ein Indiz dafür, dass der neue Trainer des VfB ein gutes Händchen hatte. Matthias Sammer. Überraschend hat er hier zum Start auf Kevin Kurani verzichtet, der noch Trainingsrückstand hat, hier und heute aber kaum vermisst wird. Kakao sei Dank. 2:0 für Stuttgart nach einer halben Stunde. Und es sieht so aus, als hielte Sammers Serie. Sämtliche Premierenspiele in der Bundesliga, ob als Spieler oder Trainer, hat der Mann gewonnen. Ein Freistoß kurz nach dem Wechsel aber sorgt dafür, dass die Gäste wieder hoffen dürfen. Christoph Babatz mit dem ersten Treffer des Aufsteigers in Liga 1. Die Mainzer immer dann mit Problemen, wenn der VfB schnell über Außen kommt. So wie hier beim 3:1 von Meißner 6 Minuten nach der Pause. Dann aber wieder Mainzer Gefahr durch einen Freistoß. Boddock staubt ab zum erneuten Anschlusstor für das Team von Jürgen Klopp, das zwar keine schlechte Premiere abliefert, am Ende aber dennoch erst einmal Lehrgeld zahlen muss. Kakaos dritter Treffer zum verdienten 4:2 Endstand im Gottlieb-Daimler-Stadion. Die 71.000 im Dortmunder Westfalenstadion zunächst schwer begeistert nach Evertons 1:0 für den BVB zum Start gegen Wolfsburg. Doch noch vor der Pause der Ausgleich für die Gäste. Torschütze Thomas Brdaric, der in seinem ersten Spiel für den VfL am Ende sogar doppelt trifft. 2:1, der erste Auswärtssieg für die Wolfsburger.
2:4 zum Auftakt. Na und? Das Motto von knapp 20.000 gespannten Fans in Mainz. Die Premiere am Bruchweg und die beginnt alles andere als vielversprechend. Freistoß für den HSV. Nach vielen vermurksten Versuchen der Vorwoche. Jetzt die Chance erneut für Rahn. Und das Tor. 1:0 für den HSV. Daniel van Buyten, der Belgier, hat's gemacht. Wieder den Start verschlafen, wieder in Rückstand. Aber das wirft diesen Aufsteiger nicht um, der unbedingt den ersten Sieg im Oberhaus einfahren will. Das muss auch Klaus Toppmöller erkennen. Rose auf der linken Seite nach vorn gerutscht. Weiland erneut per Kopf. Diskussion, ob Hand oder nicht. Gerber mit der Vorarbeit und dann ist das Silva zur Stelle und das 1:1 in der 50. Minute. Die nächste Mainzer Premiere also. Das erste Tor vor eigener Kulisse. Und nur 3 Minuten später ist's wieder der Brasilianer, der die Mainzer Glückseligkeit komplett macht. Nikolic mit der Flanke und wer wartet dort hinten? Natürlich das Silva. 2:1 zum ersten Mal Mainz in der Bundesliga in Front. Und zum ersten Mal mit 3 Punkten belohnt. Mainz 05 ist also endgültig angekommen in Liga 1, während beim HSV nach 2 Niederlagen und Platz 18 schon erste Krisenstimmung aufkommt. Und gleich noch ein erstes Mal an diesem zweiten Spieltag. In Gladbach wird der niegelnagelneue Borussia-Park eingeweiht. Und Premierengast ist der BVB. Christian Ziege, seine Flanke in der 7. Minute. Ivo Ulich, der erste Borusse, der in diesem Stadion trifft, ist ein Gladbacher. Die Führung, zugleich Gladbachs erstes Saisontor nach dem 0:0 zum Auftakt in Bielefeld. Die Gastgeber bis dato klar besser als der BVB, dem 6 Minuten später mehr durch Zufall der Ausgleich gelingt. Daniel Jensen, Niklas Jensen, der Ausgleich. Mehr als glücklich für die Dortmunder. Gladbachs van Kerkhoven hat den Ball noch abgefälscht. Doch die heimische Borussia lässt sich nicht beirren. Dann kommt Hausweiler, niemand bei Hausweiler, keiner greift ihn an. Markus Hausweiler, Tor der Woche. So einfach und so schön kann Fußball sein. Die erneute, die wunderschöne Führung also für die Gladbacher, die dann aber wohl noch in Gedanken beim Traumtor sind, als der BVB zum Gegenangriff übergeht. Dieses Mal wurschtelt sich Kehl gut durch, sieht Dede, die Flanke, Koller, der Ausgleich. Exakt 59 Sekunden nach der Gladbacher Führung, Saisontor Nummer 1 für den Tschechen. Und diesmal die Gladbacher geschockt, haben sich noch gar nicht richtig sortiert, als Tomasz Rosicki auf und davon geht und dann diese Idee hat. Eva Nilsson, die Flanke, Everton kommt. Dortmund führt, das Tor. 3:2 der Endstand. Der erste Sieg für den BVB, dessen Cleverness auch der Gegner neidlos anerkennt. Man muss natürlich auch sehen, dass in der Dortmunder Mannschaft schon 4, 5 Weltklasse-Spieler stehen, die natürlich die kleinsten Unaufmerksamkeiten ausnutzen, was vielleicht bei anderen Mannschaften nicht passieren würde. Nicht alles okay. So. Jetzt müssen wir mehr arbeiten. So. Ich glaube, wenn eine Mannschaft wie deutsche Meister, so, muss jeder Wochenende richtig Gas geben. Und ich glaube, wir stehen auf einem guten Weg. Deutscher Meister? Wieso nicht? Optimismus, eine Eigenschaft, die die Dortmunder noch gut gebrauchen können in dieser Saison. So schnell kann's gehen. Eben noch umjubelter Torschütze, jetzt schon wieder auf der Ersatzbank. Nelson Valdez von Werder-Coach Thomas Schaaf erst einmal nicht berücksichtigt beim Auftritt in Rostock. Bremen und das Überangebot an Klassestürmern, ein Luxusproblem, wie sich auch diesmal zeigt. Klose leitet direkt weiter auf Klasnic. Klasnic gegen Schober und drin ist er. Miku und so einfach kann's gehen. Klasnic, Tor. Das ist Passanen. Herzerfrischender Fußball, 4:0 und der Meister grüßt schon wieder von der Tabellenspitze. Kevin Kurani, der Mann des Spiels Lautern gegen Stuttgart und Garant für Saisonsieg Nummer 2 des VfB. Da ist Meißner geschickt gemacht und die Abwehr von Wiese diesmal nicht gut. Genau vor die Füße von Kurani, das 0:1, die Gäste aus Schwaben, sie führen.
Aber auch nicht lange, denn jetzt endlich werden die Lauterer wach. Zwei Spiele, zwei Niederlagen, die Pfälzer schon so früh in der Saison unter Druck. Da tut solch ein Treffer besonders gut. Jochen Seitz mit dem Ausgleich 10 Minuten vor der Pause. Ein Tor, das beim Gegner Spuren hinterlässt. Stuttgart wird nervös. Meira, der für Babbel in der Zwischenzeit im Spiel ist. Und sein Ball wird zum Bumerang, kommt gleich zurück. Und da hat er gleich die 1:1-Situation gegen Janker. Und der haut das Ding rein. Und hat gleich doppelt Grund zur Freude. Treffer Nummer 1 für ihn im Trikot der Lauterer, noch dazu an seinem 30. Geburtstag. Nach dem Wechsel Stuttgart dann mit dem besseren Start. Kurani zum zweiten Mal da, wo ein Klassestürmer hingehört. Kurt Jara stinkt sauer ob seiner tief schlafenden Abwehr, was nicht nur für diese Szene gilt. Kurz darauf der nächste kollektive Aussetzer in Lauterns Hintermannschaft, Kurani. Bedankt sich mit seinem 3. Tor an diesem Tag, 3:2. Der VfB gewinnt dank eines Mannes, der so richtig gut drauf ist im Moment. 3 waren es im Länderspiel. Das scheint Ihnen schon irgendwie Auftritt gegeben zu haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir Selbstvertrauen geholt. Und habe ich voll befreiend hier gespielt und habe gezeigt, was ich kann. So richtig freuen kann er sich nicht. Und das, obwohl Werders Klose im 3. Spiel der 1. Treffer gelingt. Aber was nutzt das, wenn der Gegner aus Wolfsburg einen solchen Tag erwischt und solche Tore erzielt? Bredaric, Bremens erstes Gegentor nach exakt 241 Minuten. Vor allem Werders Hintermannschaft an diesem Tag mit bis dato ungewohnten Schwächen. Pablo Thiam problemlos zum 2:0, Werders erste Niederlage der Saison, denn dem Meister gelingt eben nur noch Kloses Premierentreffer. Das war's. 1:2 verlieren die bis dahin so souveränen Bremer gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die schon erkennen lässt, dass in den nächsten Wochen mit ihr zu rechnen sein wird. Erste Probleme für Jupp Heynckes auf Schalke. Gegen Rostock setzte es an diesem 3. Spieltag bereits die 2. Niederlage für die Königsblauen, die doch mit so viel Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet sind. Sehr viel mehr Grund zur Freude hat dieser Mann, zumindest auf den ersten Blick. Marek Mintal gelingen beim Gastspiel seiner Nürnberger beim HSV gleich 3 Treffer. Am Ende verlieren die Franken allerdings mit 3:4. Unschwer zu erkennen, hier spielt Mainz gegen Leverkusen, der Aufsteiger gegen den Tabellenführer, den noch ungeschlagenen Spitzenreiter wohlgemerkt. Da Silva, Weiland und das erste Stürmertor für Mainz. Die Liga gewöhnt sich allmählich an Mainzer Premieren und an einen Trainer, der so sympathisch jubeln kann. Und seine Mannschaft gibt ihm gleich noch einmal Anlass dazu. Benjamin Auer, 2:0 für Mainz und die erste Pleite für Bayer Leverkusen ausgerechnet beim Aufsteiger, der danach zeigt, dass er auch partymäßig in die erste Liga gehört. Gespannte Erwartung vor den ersten Saisonauftritten des Holländers Boularouche und des Portugiesen Moreira im Trikot des HSV. Doch auch diese beiden können nicht verhindern, dass die Hamburger in Stuttgart schon ihre 3. Niederlage kassieren. 1:0 VfB, Torschütze Silvio Meissner, der so freistehend wohl selten zuvor zum Kopfball gekommen ist wie in dieser Szene. Klaus Toppmöller, seit dem Ausscheiden im UI-Cup eh schon unter Druck, muss dann mit ansehen, wie seine Mannschaft in der Nachspielzeit noch den 2. Treffer einstecken muss. Jetzt kommt kein Karton, jetzt kommt ein Tor und zwar mit Ansage. Und sie sind dabei. 2:0 Imre Savic, der Ungar. Der damit die Tabellenführung der Stuttgarter perfekt macht, während der HSV nach nur einem Sieg und 3 Niederlagen weiter im Tabellenkeller bleibt.
Endlich ist er wieder da. Andres D'Alessandro, Wolfsburgs Argentinier. Herzlich begrüßt und beglückwünscht zur olympischen Goldmedaille von Athen. Und wie wichtig dieser Mann für den VfL sein kann, das zeigt er erstmals nach einer halben Stunde. Ristoff, der die Ecke des Argentiniers verwandelt, 0:1 und nicht die einzige Szene, über die sich Schalkes Keeper Frank Rost an diesem Tag ärgern muss. 40. Minute, Freistoß, wieder D'Alessandro. In der Zwischenzeit hat es aufgehört zu regnen, da ist Bredaric, Pfosten und wieder ist Ristoff zur Stelle. 0:2 aus Sicht von Schalke und Manager Rudi Assauer. Und es kommt noch dicker für Königsblau. Die 90. Minute und das 3:0 durch Klimowitz. Bremen und Schalke besiegt. Die Überraschung bis dato heißt VfL Wolfsburg. Und Schalke? Vertrauen in den Trainer klingt doch irgendwie anders. Es ist ja nicht so, dass Heinzkes derjenige ist, der für diese Dinge allein schuldig ist. Zunächst erstmal die Jungs, die am Platz stehen. Ne? Aber wir gucken mal, wie wir jetzt aus der Geschichte rauskommen. 3 Punkte nach 4 Spieltagen, Tabellenplatz 16 für den selbsternannten Titelanwärter. Depression, Ratlosigkeit auf Schalke. Wir haben alles schon probiert und ja, vielleicht passt es einfach nicht zueinander. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Es passt wohl wirklich nicht. Die letzten Autogramme von Jupp Heynckes auf Schalke. Nach nur 4 Spieltagen muss er gehen und Eddie Achterberg, der bisherige Co-Trainer, übernimmt erst einmal die Verantwortung. Im Westen nichts Neues. Ein Titel, den die Bayern nun gar nicht mögen. Und deshalb soll an diesem 5. Spieltag auf jeden Fall ein Sieg her im Dortmunder Westfalenstadion. Auch wenn die personellen Voraussetzungen nicht die besten sind diesmal, Ballack erkältet auf der Bank und die Bayern kurz vor der Pause in Rückstand. Everton und sein Sololauf zum 1:0. Die Führung verdient. Dortmund hat mehr vom Spiel. Die Bayern ohne Ballack und auch ohne den verletzten Deisler ideen- und chancenlos. So jedenfalls denken die meisten, spätestens nach diesem 2:0 wieder durch Everton. 83.000 feiern. Aber dann. 88. Minute. Der eingewechselte Hargraves mit dem Freistoß. Lucio mit seinem ersten Treffer im Bayern-Trikot. Der Anschluss. Und tatsächlich, jetzt doch noch mal Hoffnung beim Rekordmeister. Dortmund wie paralysiert. Se Roberto, der Ballack, gut Vertrag. 4 Übersteiger gegen Demel. Mackay, der Ausgleich. 0:2 bis zur 88. Minute und dann diese Aufholjagd des Rekordmeisters. Welch ein Kraftakt und vielleicht ja so etwas wie ein dringend benötigtes Schlüsselerlebnis. Ich habe schon das Gefühl, dass das heute wahrscheinlich der Knackpunkt ist zu Besserem. Denn das Selbstvertrauen, das angeknackst war, das ist nach diesem Spiel sicherlich zurück. 3 magere Pünktchen nach 4 Spieltagen. Den Kollegen auf Schalke hat es mit der gleichen Ausbeute schon erwischt. Klaus Toppmöller aber genießt offensichtlich nach wie vor das Vertrauen der HSV-Bosse. An diesem 5. Spieltag eine ganz besondere Partie für den Pfälzer in norddeutschen Diensten auf dem Lauterer Betzenberg. Und es ging alles andere als gut los für den HSV. 17. Minute, 11 Meter. Und das 1:0 für Lautern, Torschütze Feridon Zandi. Klaus Toppmöller mit sich und der Welt unzufrieden, muss dann auch noch 10 Minuten nach der Pause mit ansehen, wie Lauterns Engelhardt in seinem 2. Bundesligaspiel seinen 1. Treffer erzielt. Für die Hamburger reicht es schließlich nur noch zum 1:2, wenn auch durch das schönste Tor des Tages. Schütze Raphael Vicky.
Als wollte er sagen, wunderbar gemacht, aber leider zu spät. Der Trainer weiß, die vierte HSV-Niederlage im fünften Spiel macht ihm das Leben noch schwerer. Die Hamburger rutschen ab bis auf Platz 17. Und während der ehemalige HSV-Coach Kurt Jara feiert, muss Topmöller schon wieder Fragen nach der Zukunft beantworten. Es geht rein um den HSV. Meine Person passiert es mir scheißegal auf Deutsch. Ich bin Fußballer, bleibe Fußballer, bis er mein Lebensende. Und alles andere kann ich nicht beeinflussen. Es grüßt der neue Tabellenführer. Der VfL Wolfsburg gewinnt zum dritten Mal in Folge auswärts. 2:1 in Rostock. In der Mitte Klimowitz. 1:0 für den VfL und das zu diesem Zeitpunkt hochverdient. Verwirrung im Strafraum. Die Salvo und Madsen. Das 1:1. Freistoß Petrov. Und dann Thiam. Wie aus heiterem Himmel die 2:1 Führung und er muss sie auf seine Kappe nehmen. Miroslav Klose als Joker, zumindest bis zur Pause in Bochum. Aber dann sehen Otto Rehhagel und die 25.000 eine zweite Halbzeit des Nationalstürmers, die sie so schnell nicht vergessen werden. Klose und seine erste wichtige Aktion noch als Vorarbeiter, Borowski, der Nutznießer und Schütze des 1:0 für Werder. Dann aber die Bochumer mit dem Ausgleich durch Alexander Knaus. Überraschend zu diesem Zeitpunkt, da die Bremer immer stärker werden. Hoffnung für Bochum und Peter Neururer, aber eben nur bis zum Gala-Auftritt des Miroslav Klose. 70. Minute, 2:1 Werder, Torschütze Klose. 2 Minuten vor Schluss, Miroslav Klose zum zweiten. Und nur eine Minute später, der erste Klose-Hattrick für Werder ist perfekt. Ich freue mich natürlich über die Tore, aber das habe ich alles der Mannschaft zu verdanken. Sie hat in der ersten Hälfte Gas gegeben und deswegen war es für mich in der zweiten Hälfte leichter. Miroslav Klose, wie man ihn kennt, eben uneigennützig und bescheiden. 3 Siege, 2 Unentschieden, die erste Bilanz von Matthias Sammer als Stuttgarter Trainer hätte kaum besser ausfallen können. Und auch an diesem 6. Spieltag startet der VfB erfolgreich. Philipp Lahm zum 1:0 gegen Leverkusen. Und auch in der Folge sind die Stuttgarter das druckvollere, überlegene Team. Gefährlich, vor allem bei ruhenden Bällen. Der Mann für die Standards heißt Horst Held. Und das 2:0, die 42. Minute. Martin Stranzl, ein Abwehrspieler, erzielt die beruhigende Halbzeitführung für den VfB. Klaus Augenthalers Mannschaft auf verlorenem Posten an diesem Tag. Erst recht nach diesem Foul von Voronin an Chleb. Strafstoß und das Tor durch Silvio Meissner. 3:0, das macht optimistisch. Ich bin nach Stuttgart gekommen, um einen Titel zu holen oder mehrere Titel zu holen oder Titel zu sammeln. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch sehr viele Spiele. Aber auch schon mal Platz 2 sicher nach diesem 6. Spieltag. Auch ein Spitzenreiter braucht ab und an ein bisschen Glück. Klimovic 2:1 in der 90. Minute gegen Kaiserslautern sorgt dafür, dass Wolfsburg die Tabellenführung verteidigt. Weil natürlich will jeder auf Platz 1 bleiben. Und ich glaube, daran kann man sich nicht lange, nicht so schnell gewöhnen. Es sei denn, spielt Bayern oder sowas. Aber von daher, wir nehmen es, wie es kommt und schauen wir mal. 6. Spieltag, der VfL ganz oben, die Bayern nur auf Rang 4. Wer hätte es gedacht? Komm, okay. Wir müssen Bremen jetzt wegfegen.
Die Bayern zu Gast in Bremen. Das heißt auch Duell der Torjäger. Makai oder Klose? Wer ist der Bessere an diesem Tag? 42.000 im Weserstadion, enttäuscht in Halbzeit 1 vom farblosen Spiel beider Mannschaften. Wie von der Tatsache, dass die Bayern trotzdem in Führung gehen. Michael Ballack das 1:0 bezeichnenderweise nach einer Standardsituation. Aus dem Spiel heraus ging nicht viel, vor allem bei den Bayern. In Durchgang 2 dann zumindest die Bremer engagierter. Chancen aber bleiben Mangelware, dafür dann dieser Aufreger. Und da gibt's Ärger. Klose hat Glück, dass Kahn die Torwarthandschuhe anhat, ansonsten hätte er den Finger in der Nase gehabt. Nicht einmal gelb für Kahn. Schiedsrichter Fandl mehr als gnädig. Und warum sich der Nationalkeeper da dermaßen aufregt, nach einer Aktion, wie sie dutzendfach im Spiel vorkommt, das wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Aber Fußball spielten die Bayern dann auch wieder. Noch dazu mit zählbarem Erfolg. Und dann verliert Miku den Ball. Ganz lässig an Hargreaves. Ballack attackiert von Scholz und dann kommt Schweinsteiger. Tor! Ein Treffer aus dem Kuriositätenkabinett der Bundesliga. 0:2 aus Sicht des Meisters, der danach zwar auch einmal jubeln durfte, aber eben nur einmal an diesem Tag. Miroslav Klose und seine späte Rache an Kahn in der 81. Minute. Die Bayern gewinnen 2:1 beim Meister, setzen ein wichtiges Zeichen auf dem Weg zum großen Ziel, dem Titel in dieser Saison, und geben sich danach auch alles andere als bescheiden. Wir wollten uns einfach revanchieren, wir wollten zeigen, wer die beste deutsche Mannschaft ist, und das haben wir heute gezeigt. Gut, wir sind letztes Jahr Vizemeister geworden und wollen natürlich dieses Jahr Meister werden. Und mit dem Sieg hier in Bremen, glaube ich, das war natürlich schon ganz, ganz wichtig, weil ich davon ausgehe, dass die also auch ein echter Konkurrent sein werden. Klare Ansage also von Oliver Kahn und noch ein bisschen wichtiger vielleicht, seine Entschuldigung bei Miroslav Klose nach der Partie. Ralf Rangnick heißt der neue Chef auf der Schalker Bank. Und siehe da, gleich nach dem Premierenspiel ein positives Fazit. Man hat heute gesehen, dass die Mannschaft fußballerisch großes Potenzial hat. Dass sie auch mit viel Freude und mit Spielfreude nach vorne spielt. Aber wir müssen schauen, dass wir eine Ausgewogenheit herstellen zwischen diesem Spiel nach vorne. Aber auch der Tatsache, dass wir Spiele wie heute dann einfach nicht mehr spannend machen dürfen. Keine Spur von Nervosität im neuen Job, bei dem Mann, der zuletzt in Hannover das sportliche Sagen hatte. Und die 61.000 auf Schalke sind hochzufrieden. Asamoah, Kobiashvili und später noch Lincoln treffen gegen Bochum. Am Ende steht es 3:2 für Königsblau, kollektives Aufatmen. Wir haben damals mit der Mannschaft sehr gut, erste Halbzeit sehr gut gespielt, obwohl wir nachgenommen, zweite Halbzeit nicht so super gespielt haben, aber nachgenommen, der Mannschaft, dass das Sieg verdient war. Aber wer Ralf Rangnick kennt, der weiß, in den nächsten Tagen werden vor allem auch die Gegentore aufgearbeitet. Der Mann ist schließlich Perfektionist. Wieder einmal Karnevalsstimmung am Mainzer Bruchweg. Zu Gast an diesem 8. Spieltag der Meister aus Bremen. Torlos die erste Halbzeit, aber dann zeigt Werder zum ersten Mal, wie es geht. Charisteas, mittlerweile zum Edeljoker mutiert bei Werder, zur Führung für die Gäste. Doch Jürgen Klopp und seine Mannschaft zeigen sich wenig beeindruckt. Niklas Weiland mit dem Ausgleich 9 Minuten vor dem Ende. Die Kulisse mit Begeisterung, der Trainer auf Ordnung bedacht und dann das. Die 90. Minute. Ballverlust Miku, der starke Da Silva. Erneut der eingewechselte Jovanovic und in der Mitte ist Auer frei drin. Das gibt es nicht. 2:1 für Mainz. Benjamin Auer, in der letzten Minute setzt der Karnevalsverein dem Meister die Pappnase auf. Wir haben ein richtig gutes Spiel heute gemacht. Das war ein Lehrvideo für Pressing und Gegenpressing. Werder Bremen ist eine brutal starke Mannschaft. Und wir haben bis zum Schluss dran geblieben, sind in Konter gelaufen, shit happens, und dann waren wir aber wieder da, und das ist großartig.
Ailton, Fußballer des Jahres der vergangenen Saison, Meister, Pokalsieger und Torschützenkönig, bei Schalke bislang absolut erfolglos. Auch unter Beobachtung des Kaisers an diesem achten Spieltag ändert sich daran nichts. Aber zumindest einen Sieg seiner Schalker bei den Bayern kann der Brasilianer mitbejubeln. Der Schütze des goldenen Tores allerdings ist ein anderer. Gerald Asamoah, der Bayerns Verteidigung inklusive Kahn nicht gut aussehen lässt und seiner Mannschaft wichtige 3 Punkte im Prestigeduell beschert. Siege gegen die Bayern sind fast die schönsten, oder? Ja, natürlich, man weil keiner mitrechnet, wenn man nach München fährt und keiner mitrechnet, dass man hier gewinnt. Und das hat uns stark gemacht und wir wussten, wie stark wir auch nachhinein sind und deswegen sind wir irgendwann selbstbewusst hier aufgetreten. Ich konzentriere mich objektiv auf das, was Sache ist und das ist meine Leistung. Und die war letztes Jahr für meine Ansprüche nicht optimal, aber ich denke, ich habe in der Saison längst wieder da angeknüpft, wo ich mal gestanden bin und das ist objektiv. Und ich glaube, da sollte man auch mal fairnesshalber wieder drüber berichten. Dankeschön. Für ihn ist die Welt auf jeden Fall in Ordnung. 2 Spiele, 2 Siege für Ralf Rangnick. Im Norden bahnt sich zur gleichen Zeit die nächste Entlassung an. Der HSV zu Hause gegen Aufsteiger Bielefeld. Und auch dieses Mal geht nicht viel bei den Hamburgern. Das 0:1 durch Ovomoyela. Am Ende steht es 0:2 und Klaus Toppmöller hat wohl ausgedient beim HSV. AOL Arena, der nächste Morgen. Klaus Toppmöller weiß zu diesem Zeitpunkt bereits, dass er nicht mehr Coach des HSV ist. Die 299. Trainerentlassung der Fußball-Bundesliga ist perfekt und wird wenig später auch der Öffentlichkeit mitgeteilt. Wir haben Sie eingeladen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir uns entschieden haben, mit sofortiger Wirkung einen Cheftrainer Klaus Toppmöller und Co-Trainer Werner Melzer zu beurlauben. Toppmöller, wie man ihn kennt. Freundlich, professionell, auch jetzt in dieser für ihn schwarzen Stunde. Toppmöller, haben Sie da mal einen Autogrammkarte? Er ist lange Zeit im Trainergeschäft und hat auch gesagt, dass natürlich die Ergebnisse nicht gestimmt haben und dass dann auch ein Verein irgendwann mal in die Pflicht kommt. Wir haben das immer wieder auch gesagt. Irgendwann können wir uns mal auch vor Resultaten, vor Tabellenständen, vor Punktständen die Augen nicht verschließen. Und das mussten wir letzte Nacht tun. Klaus Toppmöller ist Vergangenheit beim HSV. Wie so oft hat es den Trainer erwischt in einer solchen Situation. Aber keiner hindert die Mannschaft daran, darüber nachzudenken, warum letztlich alles so gekommen ist. Was soll ich dazu sagen? Das ist traurig, dass es so weit gekommen ist, dass er wieder ein Trainer von Hamburg weg muss. Die Schuld der Mannschaft? Selbstverständlich haben wir Mitschuld. Wenn wir nicht so beschissen gespielt hätten und schlechte Ergebnisse geliefert hätten, dann wäre Toppi noch Trainer heute. Ursachenforschung, während die Führung schon nach dem Neuen sucht. Bislang selten gesehene Sorgenfalten auf der Stirn von Matthias Sammer. An diesem 9. Spieltag waren die allerdings auch absolut berechtigt. Spitzenreiter Stuttgart zu Gast in Freiburg und nach 35 Minuten tatsächlich in Rückstand. Jaschwili, der Torschütze, der erste Gegentreffer für den VfB nach 537 Minuten. Sammers Mannschaft diesmal enttäuschend, ideenlos und am Ende 2:0 geschlagen. Koulibalys Freistoßtor macht die Überraschung des Spieltags perfekt. Der Sportclub Freiburg klettert auf Rang 12 in der Tabelle. Und der VfB fällt auf 2 zurück. Wo soll das bloß hinführen mit Schalke und dem neuen Coach? 3. Spiel, 3. Sieg für Ralf Rangnick. Und diesmal wurde der Aufsteiger aus Mainz entzaubert. Lincolns Knaller zum 1:0 in der 25. Minute. Der kleine Brasilianer auch an diesem Tag einer der Besten bei Schalke. Denker und Lenker und eben Torschütze. Mainz eigentlich hoffnungslos unterlegen an diesem Tag, aber diesmal auch hellwach. Rost und der Rest bei Schalke orientierungslos. Und den geforderten Strafstoß brauchen sie gar nicht, die Mainzer. Niklas Weiland trifft auch so zum Ausgleich.
Seit Ralf Rangnick aber lässt sich Schalke so schnell nicht beirren. Und endlich trifft auch Ailton. Saisontreffer Nummer 1 am 9. Spieltag für den Brasilianer, der Schalke noch weiter in der Tabelle klettern lässt und sich endlich selbst damit vom größten Druck befreit. Thomas Doll heißt der neue Trainer beim Hamburger Sportverein. Und der neue Ex-Nationalspieler und bislang Coach der HSV-Amateure hat gleich allen Grund zur Freude. Die Hamburger zu Gast im Dortmunder Westfalenstadion. Und nach 9 Minuten bereits die Führung für die Gäste durch Emil Mpenza. Das frühe Tor, es verleiht dem HSV fortan lange vermisste Sicherheit, während der BVB mit zunehmender Spieldauer immer nervöser wird. Wieder Olise und dann kommt Bergdölmo. Jetzt müssen sie klären, aber Barbar ist dazwischen. Ein Penzer, nicht attackiert von Madouni. Und dann kommt Jarolim. Was gibt's doch nicht? Unglaublich, aber wahr. Der HSV gewinnt sein allererstes Auswärtsspiel der Saison. Ausgerechnet zur Premiere des neuen Trainers. Mit Thomas Doll kehren nach und nach Spielfreude, Sicherheit und Glück zu den Hamburgern zurück. Es war ein verdammt wichtiges Spiel heute für uns. Wenn man sich nur die Tabellensituation anguckt, was auf meine Spieler eingeprügelt wurde die ganze Zeit. Und was sie für eine Reaktion gezeigt haben, das war sensationell. Genau wie sein Einstand und prompt verlässt der HSV die Abstiegsplätze. Was schon lange hinter vorgehaltener Hand getuschelt wurde, wird jetzt offiziell. Der BVB ist hochverschuldet, kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Vor der hat dieser Mann die Dortmunder zunächst bewahrt. Florian Homm, ein Fondsmanager, schoss dem Verein rund 25 Millionen Euro zu, sicherte damit die dringend nötige Kapitalerhöhung und wohl auch den Spielbetrieb in dieser Saison. Hört sich erst einmal rundum positiv an, aber eins ist auch klar, der Geldgeber will auch mitbestimmen in Zukunft. Er hat in einer ganz schwierigen Situation dem BVB geholfen, sollte man nicht vergessen dabei. Und gut, wir müssen auf diesem gemeinsamen Weg weitergehen, wir müssen an einem Strick ziehen und wenn es geht, in einer Richtung. Schon die Lizenzvergabe für die Borussia hing an einem seidenen Faden. Letztlich konnten die BVB-Geschäftsführer aber die DFL davon überzeugen, liquide genug zu sein, um diese Saison zu bestreiten. Die deutsche Fußballliga, die so stolz ist auf das europaweit härteste Lizenzierungsverfahren, sollte sie nach der Erfahrung mit dem BVB nicht doch noch mal die Regularien verschärfen? Ob in Einzelfällen oder in Einzelheiten dort vielleicht noch auch die Vermögensverhältnisse der Vereine mit ins Kalkül gezogen werden sollten, das ist zu diskutieren. Im letzten Geschäftsbericht gibt der BVB erstmals zu, dass die Liquiditätslage des Vereins angespannt ist. In dieser und in der kommenden Saison. Umsatzsteigerungen sind dringend notwendig. Spielerverkäufe werden dabei nicht ausgeschlossen. Darüber hinaus wollen die Dortmunder die sogenannte Schächteranleihe von 125 Millionen Euro aufnehmen, um mit dem Geld teure Kredite und Leasingverträge umzuschulden. Die Spitzenbegegnung des 10. Spieltags, sie findet im Münchner Olympiastadion statt. Felix Magath und seine Bayern empfangen den Tabellenführer aus Wolfsburg. Und vom Start weg zeigt der Rekordmeister, wer hier Herr im Haus ist. Schweinsteiger, Pizarro, 1:0 für die Bayern nach 24 Minuten. Und Pizarros Dank für göttlichen Beistand. Auch Oliver Kahns Reaktion macht deutlich, wie wichtig der Titelfavorit das Spiel gegen die Himmelsstürmer von Erik Gerritz nimmt. Wolfsburg ohne echte Chance an diesem Tag, kassiert praktisch mit dem Pausenpfiff das 0:2. Und wieder ist es Pizarro, der mit seinem zweiten Treffer die dritte Niederlage der Wolfsburger besiegelt. Auch wenn der VfL trotzdem an der Spitze bleibt, die Bayern haben schon mal klargemacht, dass die aktuelle Tabelle aus ihrer Sicht lediglich eine Momentaufnahme ist.
Vertrautes Tête-à-Tête der beiden Trainer, passend zur schon typischen Festtagsstimmung in Mainz. Und der Aufsteiger knüpft gegen Rostock da an, wo er zuletzt aufgehört hat, beim Toreschießen. Die Führung durch Fabian Gerber. Der kurz darauf dieser millimetergenaue Abschlag von Wache folgt. Drei Stationen, ein Tor. Das dritte bereits in dieser Saison für Niklas Weiland. Doch noch wehren sich die Rostocker gegen die sechste Niederlage im zehnten Spiel. Arvidsson und das Anschlusstor 10 Minuten vor dem Ende. Aber als Hansa dann auf den Ausgleich drängt, zeigen die Mainzer, wie clever und routiniert sie auch im Oberhaus schon mitspielen können. Schulmäßig der Konter, genauso wie der Abschluss von Kramny. Mainz jubelt, während Rostocks Coach nachdenkliche Töne anschlägt. Wenn es läuft, dann macht es unwahrscheinlich Spaß. Und wenn es nicht läuft, dann ist man auch unzufrieden. Trotzdem muss es immer weitergehen. Aber ich glaube, ich mache mir schon in solchen Situationen richtig ernsthafte Gedanken, was dem Verein auch weiterhelfen kann. Über seine Zukunft muss auch Holger Fach sich Gedanken machen. Spätestens nach der Vorstellung seiner Gladbacher an diesem 10. Spieltag. Eine Woche nach der 0:2 Heimpleite gegen Hannover ist die Borussia auch diesmal in Bochum chancenlos. 0:3 heißt es am Ende und schon jetzt ist sicher, dass es auch Fachs Ende war als Trainer von Borussia Mönchengladbach. Es kommt wie vermutet in Gladbach. Zwar leitet Holger Fach das nächste Training der Borussia noch, doch Manager Hochstetter arbeitet derweil schon eifrig an einer Lösung der aktuellen Probleme. Die fünfte Niederlage im 10. Spiel, magere 9 Punkte und ein Abstiegsplatz. Borussias Führung sieht sich zum Handeln gezwungen. So ein Spiel wie gestern in Bochum, diese Spiele haben wir von 10 mal 7 mal gehabt, dass wir sicherlich optisch überlegen waren, aber die Spiele nicht gewonnen haben. Und unterm Strich zählt das Ergebnis. Das interessiert natürlich uns auch, aber auch den Fan. Und es geht um diesen Club. Es geht nicht um Personen, sondern es geht um diesen Club. Soll heißen, das Spiel gegen Bochum war das letzte für Holger Fach als Trainer der Borussia. Als Zwischenlösung wird Horst Köppel, bislang Nachwuchscoach in Gladbach, den Platz auf der Bank einnehmen. Er ist ein erfahrener Mann, er kennt die Bundesliga, er kennt auch unsere Mannschaft. Und ich drücke ihm die Daumen, dass es gut geht und dann wird man sehen, wie lange es geht. Und wir werden natürlich jetzt auch aktiv werden und werden nach einem Trainer suchen. 10 Spieltage, 3 Trainerwechsel. Auch in dieser Hinsicht verläuft die Saison bis dato rekordverdächtig. Unglaublich, was hier auf Schalke passiert. Und wirklich, gegen Stuttgart legen die Königsblauen los wie noch nie in dieser Saison. Schalkes erster Angriff überhaupt und dann das. Lincoln, Musterpass, Ailton und 1:0. Herrliches Tor von Ailton. Nach exakt 39 Sekunden, der schnellste Treffer der Spielzeit bis dato. Die Schalke Arena bebt und der Königsblaue Express ist jetzt erst so richtig in Fahrt. Direkt nach dem Wiederanstoß diese Szene. Die Stuttgarter haben sich vom ersten Schreck noch gar nicht erholt. Kobiaschwili, Asamoah, Hildebrand, Kobiaschwili, Tor. 2:0 nach 99 Sekunden. 62.000 machten die Schalke Arena zum Tollhaus. Kein Wunder bei diesen tollen Toren. Es ist übrigens die schnellste Schalker 2:0-Führung der Vereinsgeschichte. Am Ende gewinnt Schalke 3:2 gegen Stuttgart und löst damit die Schwaben auf dem zweiten Tabellenplatz ab. Eitel Sonnenschein bei S04. Wer hätte das noch vor Wochen für möglich gehalten? Es folgt der nächste Rekord am 10. Spieltag, aufgestellt von Wolfsburgs Petrov. Also ich glaube, wenn er heute aus seinem Auto aufs Tor geschossen hätte, dann wäre er auch irgendwie reingegangen. Von daher, er hatte einen richtig guten Tag. Heute habe ich sehr viel Glück, habe ich 4 Tore gemacht.
aber der Reihe nach. Den Start gegen Mainz verpennt der Tabellenführer wie selten zuvor in dieser Saison. Fehler Jentsch und Abel zum 1:0 nach einer Viertelstunde. Und der Aufsteiger, ganze 3 Punkte nur bis dato hinter Spitzenreiter Wolfsburg, legt 2 Minuten später noch nach. Fehler von Weiser. Das ist Casey. Casey! 2:0, beruhigende Führung. Nicht an diesem Tag, dem Tag des Martin Petrov. Das ist Petrov, den kann man nicht machen. Er aber doch. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Dieses Lied wird er anstimmen. Und dazu hat er allen Grund. Das Spiel praktisch im Alleingang gedreht. Alle 4 Treffer erzielt zum 4:3 und das alles in 17 Minuten. Mit Horst Köppel kehrt der Erfolg zurück in den Borussia-Park. Das ewig junge Duell mit den Bayern entscheidet der Tabellen-16. Tatsächlich für sich. Dem 1:0 von Marcello Pletsch folgt später noch ein 2. Treffer von Van Hout. 2:0 gegen den Rekordmeister. Besser hätte die Übergangsregentschaft von Horst Köppel doch gar nicht laufen können. Der 12. Spieltag und Borussia Mönchengladbach präsentiert die neue Dauerlösung auf der Trainerposition. Dick Advokat, Hollands ehemaliger Bondscoach, sitzt beim Auswärtsspiel in Mainz erstmals auf der Bank. Und auch er scheint der Borussia Glück zu bringen. 13. Minute, das 1:0 für Gladbach, Torschütze Zverkosch. Ein Treffer, der alle, bis auf einen, sofort von den Sitzen reißt. Am Ende springt für die Gladbacher ein Punkt heraus in Mainz, weil Noweski nach 1 Stunde noch zum Ausgleich trifft. 1:1 und der neue Mann hat einiges gesehen, das besser werden muss bei der Borussia. Aber das Spiel muss besser, wir verlieren zu viel den Ball. Und wenn man den Ball nicht hat, dann müssen wir arbeiten. Arbeiten ist sehr wichtig, aber Fußballspielen ist auch wichtig. Marek Mintal heißt der gefeierte Mann beim sensationellen 4:0 der Nürnberger über den Spitzenreiter aus Wolfsburg. Wittek, Wittek ist entwischt. Jens Held, aber wer kommt? Mintal! 3. Treffer im Spiel. Marek Mintal, Mann des Tages. Nürnberg führt 4:0. Die Sache ist erledigt hier. Jeder Fußballer braucht ein Glück. Ich bin heute schießen 3 Tore. Ich bin maximal zufrieden. Wir haben nie gesagt, dass wir deutscher Meister werden oder eine Spitzenmannschaft sind. Sie folgen ihm auf Schritt und Tritt. Und doch, diesmal findet Thomas Brodaric endlich wieder einen Weg, um seinen Gegenspielern zu entkommen. Im Spitzenspiel gegen Stuttgart. Fehlpass Klepp. Thiam. Und dann endlich die Erlösung. Brodaric 1. Treffer nach 833 Minuten und die wichtige Führung für Wolfsburg unmittelbar vor der Pause. Ein ganz dummer Zeitpunkt aus seiner Sicht. Matthias Sammer, der auch im 2. Durchgang leiden muss. Sein Team drückt auf den Ausgleich, der VfL kontert im eigenen Stadion. Petrov mit links als Vorbereiter. Als Vorbereiter? Nein! Als Torschütze! Saisontreffer Nummer 6 für den Bulgaren, der diesen Traumangriff der Wolfsburger dann auch noch entsprechend abschließt. Ein Tor erzielt, 1 eingeleitet. Thomas Brodaric darf schon mal Feierabend machen, während Kollege Petrov aus dem Jubeln gar nicht mehr rauskommt. Und so ist's passiert. Der gute Abwurf von Simon Jentsch. Und in der Autostadt Wolfsburg, Martin Petrov. Er läuft und läuft und läuft mit Ball schneller als Gegenspieler Horst Held. Keine Chance für Hildebrand.
3:0 gegen Stuttgart selbst. Wolfsburgs Coach zeigt jetzt Gefühle. Man sieht, wie sie heute wieder gespielt haben, aber auch gekämpft haben. Dann denke ich, muss man stolz sein. Ich bin auf jeden Fall überglücklich, dass ich endlich getroffen habe und dass ich einfach der Mannschaft geholfen habe, dazu beizutragen, dass wir hier in Führung gegangen sind und dass wir das Spiel, sag ich mal, auch verdient gewonnen haben. Es grüßt also der alte und neue Tabellenführer, während sich der Gegner so seine Gedanken macht. Wenn wir uns immer vornehmen, aggressiv zu spielen und so, dann passiert gar nichts auf dem Platz. Wir laufen rum, ja, so ein bisschen Falschgeld und so kann man halt einfach kein Spiel gewinnen. Woran liegt das? An der Einstellung. Schon zur Pause ist Hansa Rostocks Coach Juri Schlünz an diesem 13. Spieltag relativ bedient. 0:3 nach 45 Minuten im Nordderby gegen den HSV. Und auch jetzt, kurz nach dem Wechsel, präsentiert sich Hansa desolat. Abspielfehler wieder einmal. Und die Gäste lassen sich nicht lange bitten. Moreira mit dem 4:0 für den HSV nach 47 Minuten. Ein denkwürdiger Abend für den ohnehin seit Wochen angeschlagen wirkenden Trainer des Tabellenletzten. Seine Mannschaft lässt sich im eigenen Stadion vorführen. Nach dem zwischenzeitlichen 5:0 machen die Hamburger sogar das halbe Dutzend noch voll. Barbares auf Romeo, 6:0. Das Debakel für Rostock und Juri Schlünz ist komplett. Der HSV freut sich über den zweiten Auswärtssieg, während sein Entschluss schon zu diesem Zeitpunkt feststeht. Juri Schlünz tritt einen Tag später von seinem Amt zurück. Heute, das war einfach eine Offenbarung. Das war eine 0:6 Niederlage zu Hause. Das ist ja eine einzige Katastrophe. Und eben das Ende für Juri Schlünz als Cheftrainer des Vereins, dem Schlünz seit 37 Jahren als Spieler und Coach die Treue hält. Wohl die bittersten Stunden in seinem Sportlerleben. Doch keine Zeit für Sentimentalität im Abstiegskampf. Zwei Tage später präsentiert Hansa bereits einen Nachfolger. Jörg Berger übernimmt den Job. Ein Mann mit Erfahrung, der bereits Köln, Schalke und Frankfurt vorm Abstieg gerettet hat. Und der Neue verliert keine Zeit, bittet sofort ins Kurztrainingslager und macht ganz klar, wie es weitergehen soll. Es gibt keine Ausreden mehr, es gibt keine Alibis, es gibt einen neuen Trainer, einen neuen Co-Trainer, es gibt eine vollkommen neue Situation und es gibt natürlich auch für einige Spieler eine neue Chance. So sind halt die, die jetzt hinten dran waren, haben sehen wieder die Chance, in die Mannschaft zu kommen. Die, die gespielt haben bis jetzt, müssen dem neuen Trainer dann zeigen, dass sie zurecht gespielt haben. Und ja, das sind so die Dinge, die dann eine kleine Eigendynamik annehmen. Keine leichte Aufgabe für alle Beteiligten. Aber wenn einer Hansa noch retten kann, dann sind sich die Experten einig, dann nur Jörg Berger, der Feuerwehrmann der Liga. Die Nachricht des Spieltags kommt vom FC Bayern. Der Rekordmeister übernimmt erstmals in dieser Saison die Spitze nach dem 3:1 gegen Lautern. Und das, obwohl zunächst nichts auf einen Sieg der Münchner hinweist. Im Gegenteil, Kahn mit Problemen und Riedel erzielt das 0:1 aus Sicht der allerdings wenig beeindruckten Bayern. Sagnol schickt das Leder auf einen Langstreckenflug. Und der Einzige, der einen solchen hinter sich hatte, Pizarro, der macht das Tor. Claudio Pizarro, der Peruaner, kein bisschen müde von der WM-Qualifikation, mit einem wunderschönen Tor, seinem vierten in dieser Saison. 1:1. Der Ausgleich, so hat es den Anschein, eine Art Weckruf für die Gastgeber. Technisch und läuferisch jetzt klar überlegen, inszenieren die Bayern einen gefährlichen Angriff nach dem anderen. Die erste Führung, dann nach 27 Minuten das 2:1 durch Thorsten Frings, stimmt zur Pause auch die Chefetage schon mal ein wenig zufriedener. Nach einer Stunde dann ein folgenschwerer Wechsel bei den Bayern. Guerrero kommt für den leicht angeschlagenen Makai ins Spiel und erwischt einmal mehr einen Blitzstart. Schweinsteiger auf Guerrero und dessen vierter Saisontreffer. Er war genau 4 Minuten und 16 Sekunden im Spiel. Aber was für ein Zuckerpass von Schweinsteiger. Guerrero löst sich, hat das Auge und den Instinkt.
Nach genau 48 Spieltagen steht der FC Bayern wieder ganz oben, auch wenn der Trainer gleich wieder relativiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein Sportler großen Wert drauf legt, für 20 Stunden als Tabellenführer zu sein. Es ist mir im Grunde auch egal. Doch die Bayern bleiben länger oben als von Magath befürchtet, weil Wolfsburg verliert und obwohl die Schalker in Leverkusen 3 Punkte einfahren. Gott sei Dank. Gibt es eine Geste nach Toren mit beiden Fingern nach oben? Was heißt das? Ja, Bodon hat schon gesagt, heute du machst ein Tor für Gott. Und dann nach dem Tor hat er gesagt, mach die beiden Arme nach oben für Gott. Habe ich so gemacht. Der Freistoß des Brasilianers zum 3:0 nach 70 Minuten ohne Zweifel der schönste Treffer der Partie in Leverkusen. Den Grundstein aber legen die Schalker schon im ersten Durchgang. Zunächst den Gegner gnädig stimmen und dann gnadenlos zuschlagen. Ailton und der überragende Ebbe Sand. Die Führung für die Königsblauen in der 27. Minute. Deutlich zu erkennen, 3 Auswärtssiege in Folge geben Schalke das nötige Selbstvertrauen. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Direktes, schnelles Spiel, der Gegner vorbildhaft ausgekontert, Ailtons 4. Saisontor. 3:0 in Leverkusen, Schalke etabliert sich in der Spitzengruppe. Ganz anders derweil die Situation beim Meister. 3-mal in Folge kein Sieg für Thomas Schaaf und seine Bremer. Und auch an diesem 14. Spieltag in Bielefeld wird Werder erst einmal kalt erwischt. Buckley. Wata. Und die Führung für die Arminia kurz vor dem Wechsel. Riesenfreude beim Albaner, denn erstens erzielt man nicht jeden Tag ein Tor gegen den Meister. Und dann war da ja noch Vater Wata auf der Tribüne. Der 2. Durchgang. Bremen muss kommen, andernfalls droht das Bundesliga-Mittelmaß. Borowski, Miku und schön schnell auf Klose. Und dann die Lense, die Sense von Lense. Ganz klares Foulspiel. Und was macht Markus Merk? Er entscheidet auf Freistoß und belässt es bei Gelb für Lense, der sich da überhaupt nicht beschweren darf. Im Gegenteil, klares Foulspiel vom Bielefelder Innenverteidiger, der hier hätte vom Platz fliegen müssen. Es gibt so einen Beigeschmack hier, das Ganze, dass ich immer nur rumkritisieren würde. Es ist so, dass ich meine Meinung sage zu ein paar Situationen, aber das will man ja nicht hören. Wie ist Ihre Meinung zu der Situation? Hätte es eine rote Karte geben müssen, als ich glaube Klose durch war? Ja, das würde Ihnen ja Herr Merk dann erklären. Für mich war es aus dem Spiel so heraus, dass es ein Zweikampf war, dass der Ball dann sehr weit vorgelegt wurde und deshalb, auch wenn es kurz vor dem Strafraum war, das in diesem Moment für mich keine klare Torschance mehr war. Vorteil Bielefeld heißt es dann auch eine Viertelstunde später. Die Arminia nutzt die Räume, die ihr die weit aufgerückten Bremer bieten. Marco Künzel mit der 2:0-Führung für den Aufsteiger und 26.000 Spüren. Hier bahnt sich Großes an. Meister Werder also am Rande einer Niederlage. Bisher haben die Bremer immer getroffen. Aber es sind nur noch 8 Minuten zu spielen. Mittlerweile auch Valdes und Haristeas im Spiel. 4 Stürmer. Viel Druck, Kloses Vorarbeit und der Anschlusstreffer. Nur noch 2:1 durch Ivan Klasnic in der 83. Minute. Zu spät für den Meister. Diesmal feiert nur die Arminia den 5. Saisonsieg und Rang 6. Es ist kein Traum, es nimmt vielleicht ein bisschen märchenhafte Züge an, aber es ist das Resultat von harter Arbeit und wir sind uns dessen bewusst. Die Mannschaft sitzt jetzt, um was wir trainieren, wir haben unsere Grenzen, aber die müssen uns jetzt erst noch aufgezeigt werden. Marcelinho, Berlins Brasilianer ist es, der am 15. Spieltag den Gegner fast im Alleingang besiegt. Hertha gewinnt in Wolfsburg 3:2 dank 3er Tore von Marcelinho.
Erstmals 3 Tore von Marcelinho in einer Bundesliga-Partie. Hertha jubelt, aber der Mann des Tages bleibt bescheiden. Ja, ich habe heute 5 Chancen, aber ist okay. 3 Tore und 3 Punkte. Ich habe gesagt, Samstag ich muss noch 2 Tore machen. Was den Berlinern gut täte, denn bei aller Euphorie noch dümpelt Hertha im Niemandsland herum. Der Rekordmeister und Tabellenführer gegen den Aufsteiger. Und weil bei den Bayern gleich 4 Stammspieler ausfallen, schlägt die Stunde des Mehmet Scholl. Lange selbst verletzt, jetzt also endlich mal wieder in der Startaufstellung. Die Bayern in Halbzeit 1 klar überlegen, führen bereits 1:0, als Scholl beweist, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Klasse Pass in die Tiefe auf Makai und der sieht Mehmet Scholl 2:0. Dieser Scholl ist ein Thema für Jürgen Klinsmann. Er setzte den gelb gesperrten Frings sehr, sehr gut. 34-jährige Dynamik und Explosivität bis zum Tor. Mehmet Scholl, herausragend an diesem Tag, an dem Felix Magaths Mannschaft schon zur Halbzeit 3:0 führt. Die Mainzer von Beginn an auf verlorenem Posten gegen einen bärenstarken Tabellenführer. Aber da ist ja noch das große Plus der Mainzer. Aufgeben gilt nicht. Und wer sagt's denn? Das 1:3 Torschütze Christoph Babatz. Ein Tor in München für Mainz schon allein Grund zur Freude, auch wenn die Bayern kurz darauf nochmal zuschlagen. Und wieder Scholl. Hat Zeit, guckt, findet Michael Ballack. 4:1. Am Ende heißt es 4:2 für die Bayern, die Tabellenführung festigen. Und vor allem einer scheint rundum glücklich an diesem Tag. Es herrscht mittlerweile wieder sehr großer Respekt zwischen den Spielern, was immer das auch heißen mag. Und so, jeder gönnt dem anderen, glaube ich, dass es gut läuft. Trotz Tor oder Vorlage möchte ich einfach sagen, dass ich noch lange nicht so weit bin, dass ich jetzt den Tempofußball über 90 Minuten mitmachen kann, den meine Kollegen links und rechts neben mir machen. Und mit 34 auch zu alt für die Nationalmannschaft? Ja, jetzt also diese Spekulationen, die kommen nicht von mir und die sollen eigentlich auch aufhören, weil da habe ich im Moment überhaupt nichts verloren. Und in 2 Jahren, wenn die WM ist, bin ich nochmal 1,5 Jahre älter, also schneller werde ich nicht mehr. Tristesse in Rostock. Der Tiefpunkt ist erreicht. Auch Jörg Berger kann Hansas nächste Heimniederlage nicht verhindern. 0:2 gegen Leverkusen. 8-mal in Folge zu Hause verloren. Der Negativrekord von Tasmania Berlin ist damit eingestellt. Hansa im freien Fall und der Trainer kündigt Konsequenzen an. Was sich heute hier so gezeigt hat, nicht eine Frage des Könnens, sondern auch des Kopfes. Und dann natürlich auch der Disziplin. Und da wird es einige harte Töne geben. Miroslav Klose ist der überragende Bremer beim 6:0 des Meisters in Freiburg. Man sieht, dass die Freiburger sich schon so ein bisschen aufgegeben haben, aber wir haben unser Spiel gemacht und deswegen bin ich froh, dass wir gewonnen haben. Und die Freiburger können einen an diesem Tag vom Anpfiff an nur leid tun. Werder endlich mal wieder meisterlich mit einem Klose in Bestform. Sein 1:0 nach 20 Minuten und nur 3 Minuten später sein zweiter Auftritt. Und da ist er wieder, Klose, Doppelpack für den Nationalstürmer, was für ein Start für die Norddeutschen. Die am Ende also das halbe Dutzend voll machen und auf Rang 5 in der Tabelle klettern. Ein Ritual in dieser Saison, Ewald Lienen feuert vor der Partie die eigenen Fans an. Und die sind bester Stimmung an diesem 16. Spieltag. Hannover zu Gast in Hamburg und nach 19 Minuten bereits in Führung. Cherundolo lässt Piekenhagen da nicht wirklich gut aussehen. Führung zur Pause für 96 und die Stimmung im Lager der Roten, die steigert sich noch, als Kapitän Altin Lala nach einer Stunde auf und davon zieht und Stendel das 2:0 markiert.
Hannover 96, das Team der Stunde in der Bundesliga. Nur eine Niederlage in den letzten 11 Spielen. Während der HSV nach zuletzt 3 Siegen in Serie wieder mal einen Rückschlag zu verkraften hat. Hannover hat verdient gewonnen, ganz klar, auch wenn wir noch Riesenchancen hatten in der zweiten Halbzeit. Aber wir werden trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken und werden uns wieder aufbauen. Zumal der HSV diesmal gegen einen Gegner verloren hat, der auf einer wahren Welle des Erfolgs zu schwimmen scheint. Ja, das ist ein wunderschönes Erlebnis. Wie gesagt, gerade nach den letzten 2 Unentschieden wollten wir jetzt mal wieder mit 3 Punkten nach Hause fahren. Und dass ich hier dann auch noch ein Tor mache, sensationell. Der Ex-Hamburger freut sich also über seinen Treffer. Sein Trainer flirtet weiter mit den Fans, Hannover und der 7. Fußballhimmel. Ralf Rangnick. Unter ihm hat Schalke bislang immer gewonnen, wenn es auswärts um Punkte ging. Diesmal allerdings wartet eine ganz besondere Aufgabe auf die Königsblauen. Das Derby gegen den BVB. Und der hat durchaus gute Chancen. Everton, der hier an Rost scheitert. Bert van Marwijk, Dortmunds Coach, muss allerdings kurz darauf erfahren, dass manchmal eine Unachtsamkeit ein ganzes Spiel entscheiden kann. Lincoln, Rosicki verschätzt sich, Kubiashvili, klasse Idee und Ailton, Saisontor Nummer 6 für den Brasilianer. Es blieb letztlich beim 1:0. Seit 6 Jahren hat Schalke damit nicht mehr gegen den BVB verloren. Und noch wichtiger, die Königsblauen ziehen mit Spitzenreiter Bayern gleich, der diesmal in Nürnberg nicht über ein 2:2 hinauskommt. Festtagsstimmung nochmal vor der Winterpause im Münchner Olympiastadion. Spitzenspiel, der 1. gegen den 3. Magaz Bayern empfangen den VfB. Und nicht nur Münchens Edelfan Boris Becker hat zunächst ziemlich zu leiden. Ecke Stuttgart durch Klepp. Del Pierre verlängert und Meißner. Die Führung für den VfB nach einer halben Stunde. Und die geht absolut in Ordnung. Die Stuttgarter gewarnt nach dem 0:3 im Pokal gegen die Bayern, als sie viel zu defensiv waren. Diesmal von Beginn an das aggressivere Team mit den besseren Chancen und nach der Pause zum zweiten Mal belohnt. Kakao, Kahn, Kurani! Bayern 0, Stuttgart 2, oh Kahn. Das 0:2, das klar auf seine Kappe geht. Oliver Kahn quasi mit Maßvorlage für Kurani. Im Duell der Nationaltorhüter Hildebrand mit Vorteilen bis dato. Die Herbstmeisterschaft in weiter Ferne für die Bayern, jetzt, da die Hälfte der zweiten Halbzeit vorüber ist. Aber dann, Claudio Pizarro mit dem Anschluss in der 67. Minute. Noch einmal Hoffnung also für die Bayern. Stuttgart wehrt sich. Ein Spiel mit Haken und Ösen jetzt, in dem einem die Nerven auch schon mal durchgehen können. Hier ein solches Beispiel. Schauen Sie auf Ballack. Der nimmt sich den Kollegen Kurani zur Brust, der ihn vorher im Luftkampf gerempelt hat. Da wird gewürgt, geschubst und letztlich zum Glück erfolgreich geschlichtet. Dann die Schlussphase. Hargreaves, eine Minute noch. Eine Minute. Ballack, Hildebrand, Guerrero, das gibt's nicht. Der Typ ist ein Utop. 6. Bundesligaspiel, 5. Tor. Den haben sie für $300.000 mal gekauft. Heute ist er unbezahlbar. Paulo Guerrero sichert dem FC Bayern am Ende doch noch einen Punkt und damit die sogenannte Herbstmeisterschaft. Weil Schalke nur 1:1 gegen Freiburg spielt. Ende gut, alles gut. Nicht für Felix Magath. Der VfB war aktiv, hat sehr gut gespielt. Wir waren passiv und haben uns gar nichts zugetraut, sind gerade ins Spiel gekommen. Ich habe im Moment keine Erklärung dafür.
Und nochmal zum Zwist unter Kollegen. Natürlich ist die Körpersprache von ihm, gehört sich nicht, glaube ich, für so einen jungen Spieler. Er ist ein sehr guter Spieler. Aber ich denke, er sollte sich aufs Fußballspielen konzentrieren und nicht seinen Mitspielern an die Gurgel gehen. Das macht man nicht. Könnt ihr das bei der Nationalmannschaftsreise ausbügeln? Wird da nochmal miteinander geredet? Ja, ich glaube schon, dass ich hingehe, weil ich ja ein junger Spieler, das für mich selber ausmachen. Und ich werde versuchen, dann mit ihm ein Gespräch zu führen und versuchen, das aus den zu regeln. Die Bayern also am Ende der Hinserie ganz oben. Allerdings nur wegen der besseren Tordifferenz. Eine Konstellation, die Spannung verspricht für die zweite Hälfte der Saison. Noch einmal volle Konzentration bei Marcelinho und den Kollegen vorm letzten Spiel des alten Jahres. In Hannover ist es aber dann gleich auch der Brasilianer, der die Riesenchance zur Führung hat. Er kann's nicht fassen. Und ist kurz darauf wohl noch in Gedanken bei dieser Szene. Warum sonst spielt er hier nicht quer auf den besser postierten Nando Rafael? Marcelinho, es ist nicht sein Spiel diesmal in Hannover. Und 96, durchaus gefährlich. Krupnikovic. Auf Stendl. Und der verpasst die Führung. Wenig später dann, Halbzeit, Bilanz von einem Hannoveraner mit Zweitwohnsitz in der Hauptstadt. Ich will mich da nicht einmischen. Ich glaube, wenn man etwas schneller umschalten würde vom Mittelfeld in die Stürmereien, dann könnte die eine oder andere Chance dabei rauskommen. Also ich bin nicht enttäuscht über das Spiel. Und 10 Minuten nach der Pause beherzigt Hertha tatsächlich des Kanzlers Rat. Zügig aus dem Mittelfeld in den Angriff. Und Nando Rafael mit der Führung für Hertha. Technisch klasse gelöst vom Brasilianer. Friedrichs Vorarbeit. Und dann lässt Rafael Inke im Tor der 96er keine Chance. Dann die letzte Minute. Noch einmal Hannover. Inke im gegnerischen Strafraum und der Ball im Tor. 1:1. Denkste. Schiedsrichter Trautmann gibt den Treffer nicht, entscheidet auf Freistoß für Hertha. Riesendiskussionen, aber die Entscheidung absolut korrekt. Gleich 3 Hannoveraner behindern Fiedler im 5-Meter-Raum. Keine Chance für Berlins Schlussmann, da an den Ball zu kommen. Auch wenn's Ewald Lienen nach der Partie nicht so recht wahrhaben will. Ich will ja nicht so an die Seite gehen, damit der Torhüter bitteschön den Ball fangen kann. Und wenn er dann noch einen halben Meter kleiner ist als unser Spieler, können wir ja nicht sagen, es tut mir leid, hier bitte fang den Ball. Für mich ein reguläres Tor, es hat kein Foul vorgelegen und es ist sehr schade, dass wir den verdienten Punkt dadurch weggenommen bekommen haben. Für mich war das eigentlich von vornherein klar, dass es ein Foul ist. Der Trainer hat es auch noch mal im Fernsehen jetzt gesehen, nach dem Spiel direkt, und hat gesagt, dass ganz klar 3 Leute in mich hineinspringen im 5-Meter-Raum. Und das ist ein klares Angehen gegen den Torwart und das ist ein Foul. Und so gewinnt Hertha in Hannover und zum 4. Mal in Folge auswärts. Das gab es noch nie in der Berliner Vereinshistorie. Die Fußball-Bundesliga und speziell Werder Bremen trauern in diesen Tagen um Dr. Franz Böhmert. Der Doktor, wie sie ihn in Bremen nannten, war 29 Jahre lang Werder-Präsident. Ein Mann, der sich stets im Hintergrund gehalten hat. Selbst im vergangenen Jahr, als ganz Bremen Pokalsieg und Meisterschaft überschwänglich feierte, keine Spur von dem Mann, der jahrzehntelang als Boss, Fan und Vater der grün-weißen Familie galt. Ein zurückhaltender Mensch, der trotzdem oder gerade deshalb großen Anteil an Werders Erfolgen hatte. Also jeder weiß, dass Dr. Böhmert einer der Baumeister dieses Erfolges war. Aber es kennzeichnet eigentlich seine Persönlichkeit, dass er sich nie in den Vordergrund gedrängt hat und dass er immer im Hintergrund gewirkt hat und sich zurückgehalten hat, gerade wenn die Öffentlichkeit da war. Wie angesehen, wie beliebt Dr. Franz Böhmert war, die Anwesenheit vieler Prominenter auf seiner Beisetzung belegt es.
war ehrlich, er war besessen, er war ja, einfach das, was man als guten Mensch bezeichnen kann. Und es ist schade, wenn so ein Mensch von einem geht. Herr Assauer, wie schwer ist es für Sie, Abschied zu nehmen von einem Menschen, mit dem Sie so viele Jahre befreundet waren? Ja, nicht nur befreundet, er war mein bester Freund. Der Allerbeste? Der Allerbeste. Damit ist alles gesagt. Und es ist wirklich schade, ich meine, mit 70, er hat zwar ein sehr schönes Leben, glaube ich, gelebt und hat viele Freunde gehabt. Deswegen sagt man, ja, mit 70 ist es eigentlich noch zu früh. Auf der anderen Seite kann man eigentlich sehr froh sein, dass er da war und dass wir ihn so lange hatten. Ich habe ja mit Dr. Herrliche Stunden erlebt. Er hat mich immer gestützt und war ein großartiger Mensch. Aber wir müssen es akzeptieren. Wir alle sind vergänglich. Und ich wünsche dem Doktor, dass er gut beim lieben Gott ankommt und von da oben uns beobachtet, wie wir versuchen, hier unseren Lebensweg weiterzugehen. Der Tod von Dr. Böhmert. Ein Schock, nicht zuletzt auch für die aktuelle Werder-Mannschaft. Sicherlich sind jetzt viele Bilder wieder hochgekommen. Die schönen Bilder, die man mit ihm zusammen verlebt hat. Und ich denke, die sollten auch in unseren Köpfen bleiben. Schalke gegen Bremen, der Auftakt nach der Winterpause mit einem Mann des Tages, der Gerald Asamoah heißt. 61.000 Zuschauer auf Schalke sehen ein hochklassiges Spiel ihrer Mannschaft. Fehler Miku, da kommt Asamoah und da ist die Schalker Führung, 47. Minute. Gerald Asamoah, an diesem Tag einfach nicht zu stoppen. Sein 6. Saisontor, die Krönung seiner Leistung in diesem Spiel. Als Pausen 3 Minuten später Klose im Strafraum zu Fall bringt, keimt noch einmal Hoffnung auf beim Meister. Ismail mit dem Ausgleich, der einzige Bremer Torjubel an diesem Tag. Modric auf dem neuesten Stand, die Medizinabteilung von Schalke. Turban-Look in Königsblau und die scheint wohl besonders Ailton zu gefallen. Dann der Ballverlust von Miku und ab ging die wilde Fahrt. Kobiaschwili, Ailton, kein Abseitspfiff. Asamoah, Ailton, 2-1. Aber war das vielleicht doch abseits? Bei genauerer Betrachtung ist klar, Fehlentscheidung von Schiedsrichter Kircher. Beim Pass von Kobiaschwili steht Ailton im passiven Abseits. Glück für Schalke, Pech für den Meister. Dieses zweite Tor, das war eine klare Abseits für mich, weil Toni läuft Richtung Tor und deswegen, das war 2 Meter Abseits. Sie sind aber sich eindeutig der Meinung, dass es halt kein passives Abseits war und dass das Tor deshalb regulär war. Wir aus unserer Sicht und so wie wir es eingeschätzt haben, sind uns sicher, dass das Tor regulär war, ja. Tut Ihnen irgendwas weh? Ja, es tut schon fast alles weh, aber wenn man dann nachher 2-1 gewinnt, dann kann man nur, merkt man den Schmerzen nicht, aber ich denke mal, so zu heute, zu Hause werde ich das schon merken. Hauptsache 3 Punkte. Egal wie, Schalke bleibt auf 2. Der Meister rutscht ab auf Platz 7. Gute Stimmung auch im ausverkauften Münchner Olympiastadion. Der Herbstmeister gegen den HSV und die Bayern legen los wie die Feuerwehr.
Am Ende heißt es 3:0 für die Magath-Truppe. Schon der 750. Bundesligasieg in 1348 Spielen. Bemerkenswert. 24. Januar 2005. Der Wettskandal wird bekannt. Schiedsrichter Robert Heutzer gibt zu, das Pokalspiel Paderborn gegen den HSV manipuliert zu haben. Vorher hatte das Wettbüro OZ bereits auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen. Wir haben auch die Quote von 7,5 auf 5,5 verändert, Paderborn, weil wieder erwartend schon Umsätze kamen auf Paderborn, weil normalerweise wird nur HSV die Bundesligamannschaft gespielt. Und in diesem Spiel wurde das Buch auch rund und wurde nachher auch mehr auf Paderborn noch gewettet. Das Zentrum des Skandals, das Berliner Café King. Hier erhält Robert Heutzer von der Wettmafia den Auftrag, Spiele zu manipulieren. Fünfstellige Beträge fließen pro Einsatz. Der Schiedsrichter versucht, weitere Kollegen für das schmutzige Geschäft zu gewinnen. Einer von ihnen ist Felix Zweier. Er gibt dem DFB den entscheidenden Tipp. Die Ermittlungen kommen ins Rollen. Vier verdächtige Personen werden festgenommen. Weitere Schiedsrichter werden verdächtigt, am Wettskandal beteiligt zu sein. Immer weitere Spiele werden entdeckt, die manipuliert gewesen sind. Es ist für mich eine unheimlich schwierige Situation, aber ich würde jederzeit genau das Gleiche wiederholen, weil es einfach eine Sache ist, mit der ich persönlich nicht umgehen kann, was für mich moralisch nicht zu vereinbaren ist und was auch meiner Ansicht nach im Fußball und insgesamt im Sport, ja, was es dort nicht geben darf. Die Bundesliga im Schockzustand. Jeder Schiedsrichter wird nun von den Fans als Betrüger verdächtigt. Ich habe da vom Robert Heutzer erstmalig telefonisch ein konkretes Angebot bekommen, welches ich also postwendend abgelehnt habe und auch daraufhin das Gespräch abgebrochen habe. Der Bundesliga-Skandal macht nun täglich Schlagzeilen. Kein Tag vergeht, an dem es keine neue Hiobsbotschaft gibt. Wie Sie sich vorstellen können, waren die Schiedsrichterkollegen, also der Herr Fröhlich, der Herr Gräfe und der Herr Blumstein, von der Situation, von meinen Aussagen, genauso geschockt wie die gesamte Öffentlichkeit. Und auch die hatten Schwierigkeiten, damit umzugehen. Der DFB und die DFL zwar vom Skandal überrascht, jedoch um lückenlose Aufklärung bemüht. Ein Krisenstab wird gebildet, um nun alles an die Öffentlichkeit zu bringen. Der Herr Zweier ist es gewesen, der sich offenbart hat gegenüber Herrn Fröhlich und der dazu geführt hat, dass es uns gelungen ist, dann auch mit der Pressemitteilung am 22. Januar in die Offensive zu gehen. Ich weiß nicht, wenn uns das nicht gelungen wäre, ob wir diese Dynamik in den Prozess und die Aufklärung bekommen hätten. Ein Frühwarnsystem und ein Wettverbot für Spieler, Trainer und Schiedsrichter. Die Konsequenz aus dem Heutzer-Skandal. Der 19. Spieltag steht im Schatten des Wettskandals. In den Stadien Schiedsrichter zu sein, ist nun kein Vergnügen mehr. Verdächtigungen, Beschimpfungen, aber auch Unterstützung von den Fans sind die Schlagzeilen, die das Wochenende prägen sollen. Als Fan muss man halt hinter der Mannschaft stehen und nicht eben jetzt die Schiris auspfeifen, sondern eben sehen, dass die auch nur Menschen sind, genauso wie wir auch. Aber trotzdem honoriere ich das jetzt also nicht, was da passiert ist. Aber man kann nicht alles unter einen Kamm scheren, dass es eben alle so sind. Ich habe mir heute überlegt, ob ich wirklich hierher fahre. Ne? Weil man weiß wirklich nicht, wie man... Es ist ehrlich scheiße, einfach scheiße sowas. Plakate, Transparente, aber es bleibt ruhig in Deutschlands Stadien. Vor allem, weil besonders Spieler und Trainer der Vereine ihre Fans um Mithilfe bitten. Das ist natürlich ganz wichtig, dass wir da kein zusätzliches Öl ins Feuer gießen. Also ich kenne mich gut genug und weiß, wie schwer mir das fällt da draußen, mich einigermaßen ruhig zu verhalten. Ich werde es trotzdem mit aller Macht versuchen, ganz bestimmt. Und selbst wenn ich mich mal aufrege, dann kann der Schiedsrichter sicher sein, dass ich mich nicht, dass ich in keinster Weise irgendwie was vermute, sondern einfach nur emotional unterwegs bin. Jürgen Klopp spricht aus, was alle denken. Besondere Solidarität zu den Unparteiischen ist jetzt gefordert. Das ist jetzt momentan eine andere Form von Druck, die heute stattfindet, aber dem sind sie ausgesetzt. Und ich bin überzeugt, dass bei allen neuen Spielen, die heute sind, auch bei den Zweitliga- und Erstligaspielen morgen, die Schiedsrichter dem Stand halten. Aber Fußball wird ja auch noch gespielt. Rudi Völler und seine Leverkusener gegen Bochum. Auf Platz 6 ist man in der Tabelle inzwischen angekommen. Und Cinovics 1:0 nach 28 Minuten lässt er ahnen, dass der Höhenflug andauern wird. Yeah.
und Bayer blieb betont offensiv. Berbatov. Und dann die Flanke von Čenovek. Maltritz legt ab auf Freier und der gefühlvoll für Voronin. Voronin, 2-0 Bayer. Peter Neururer kann es nicht fassen. Schon wieder 0-2 hinten und mit dem Irrglauben, dass alles nur noch besser werden könne. Freier, Voronin gegen Kalla, kein Foul, aber aufgepasst, Ponte! 3-0, unglaublich. Totaler Frust auf der einen Seite bei Bochum und Riesenjubel bei Leverkusen auf der anderen. Erst recht, als Paul Freier noch einmal zuschlägt. 4-0 heißt es am Ende und Platz 4 in der Tabelle. Bayer als bestes Team im neuen Jahr. Herzlichen Glückwunsch, Herr Völler. Nicht gerade freundlich empfangen wird Schalkes Lincoln an alter Wirkungsstätte. Vielleicht ein Grund, warum der Brasilianer an diesem Tag gar nicht gut drauf ist. Seine Mannschaftskollegen aber leider auch nicht. Das 1-0 von Amanatidis, die logische Konsequenz. Ralf Rangnick weiß spätestens jetzt, dass es heute mit der Tabellenführung nichts mehr werden wird. Als dann Krstajic Seitz von den Beinen holt, Schiedsrichter Trautmann die gelbe Karte zückt und Blank das 2-0 erzielt, ist es vorbei mit der Schalker Zurückhaltung. Zehn Minuten vor dem Ende. Jetzt wurde die Begegnung zunehmend hart und berechtigt zum Kartenspiel. Amanatidis und Kobiashvili sahen hier berechtigt gelb. Unmittelbar danach, jetzt schauen Sie genau hin, ein unbekanntes, gefährliches, lauterer Flugobjekt namens Amanatidis mit dem Ellenbogen, mit Absicht auf das Jochbein von Waldoch. Dafür muss es die rote Karte geben. Es gab noch nicht einmal Gelb, die hatte Amanatidis auch schon. Solche Szenen wie die von Gianni Amanatidis haben einfach auf dem Sportplatz nichts zu suchen. Und gerade so ein technisch guter Spieler wie er hat es auch nicht nötig, mit voller Absicht mit dem Ellbogen einen gegnerischen Spieler verletzen zu wollen. Und das hat mich schon geärgert. Ich treffe ihn halt unglücklich und sieht unglücklich aus. War nicht meine Absicht, ich habe mich gleich danach entschuldigt. Okay. Geschenke gibt es trotzdem. Und dazu noch 3 Punkte für Kaiserslautern. Der 5. Heimsieg in Folge. Nach 9 Monaten Leidenszeit ist Benny Laut zurück. Gerade 4 Minuten im Spiel und schon macht er sein zweites Tor im zweiten Spiel. Der HSV gewinnt dank Laut mit 2-1 gegen Mainz und ist jetzt nur noch 3 Punkte vom UEFA-Cup-Platz entfernt. Ein neuer Mann soll Hansa wieder auf Kurs bringen. Der Finne Jari Littmanen, in der Winterpause geholt und nun neuer Hoffnungsträger in Rostock. Optimismus pur an der Ostsee und der hält bis zur 25. Minute. Schalke zaubert, Rostock mauert und dann ist es Ebbe Sand, der die Königsblauen in Führung schießt. Fünf Spiele unter Berger und immer noch kein Sieg. Rade Priza ist es, der Hansa schließlich wieder hoffen lässt. Das 1-1 in der Zwischenzeit hochverdient. Und dann kommt ja noch der Auftritt von Magnus Arvidsson. Schalke hat Schwierigkeiten, sich zu befreien. Der Pass auf Maul. Maul gegen Rodriguez und das ist Arvidsson. Die Nachspielzeit. Noch 2 Minuten.
die sind abgelaufen, aber es gibt noch einmal Freistoß. Das ist Lincoln von der Mittellinie. Lincoln, der Brasilianer. Hanke, Ayrton, Tor, der Ausgleich. Leid und Freud, sie liegen so eng beisammen im Fußball. Ist das Spiel zu Ende, da gibt es hier einen Freistoß von der Zeit, von der Nachspielzeit gibt es einen Freistoß, den ich nicht mehr ausführen lassen muss und brauche, weil die Zeit um war. Und wir sind einer weniger und kriegen jetzt das dritte Spiel hintereinander. Es versagt, mehr Punkte einzufahren und das tut weh. Und für Rostock ist es nun schon das sechste Spiel mit Jörg Berger ohne Sieg. Und mittlerweile 9 Punkte bis zu einem Nicht-Abstiegsplatz. Eine müde Partie seiner Mannschaft erlebt Felix Magath gegen Leverkusen bis zur 45. Minute. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Jetzt stürzt Guerrero. Das Schauspiel beginnt. Magath springt vorsichtshalber mal auf. Ein besonnener Kapitän namens Nowotny verhindert die Rudelbildung beim Schiedsrichter. Und zeigt, die Hände hatte ich niemals am Mann. Weiner gibt trotzdem Elfmeter. Und Nowotny hat recht. Guerrero lässt sich einfach auf Nowotny fallen. Hier sehen Sie es. Er benutzt Nowotny als Liegestuhl. Und dafür gibt es Elfmeter. Nie und nimmer hätte es den geben dürfen. Roy Mackay mit dem 1:0. Einwandfrei, meint zumindest Guerrero. Eine Situation war ein Elfmeter. War es einer? Ja, habe ich gesehen nochmal. In der Fernsehen und ja, alle haben gesagt, ja. Na, so weit gehen die Meinungen auseinander. Besonders wenn man dann die Fernsehbilder nochmal gesehen hat. Da braucht man dann nicht groß wieder drüber diskutieren. Bei allem Respekt und vor der Problematik, die wir im Moment haben mit den Schiedsrichtern. Aber trotzdem muss man sagen, wenn was kein Elfmeter ist, dann ist es halt keiner und es war keiner. Haben Sie das Gefühl, diese Szene war spielentscheidend? Nein, es wäre jetzt ungerecht. Ich glaube trotzdem, dass es ein faires Spiel war. Und wir haben uns am Ende verdient durchgesetzt, wir hatten die besseren Chancen. Und somit denke ich, können wir heute zufrieden sein. Trotz Irrglaube, das 2:0 durch Guerrero nach dem Motto, ich kann's auch anders. Riesenjubel und Zufriedenheit beim FC Bayern. Die Tabellenführung verteidigt und nun schon zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor. Den zweiten Doppelpack seiner Bundesliga-Karriere erzielt der Hamburger Naohiro Takahara beim 3:1-Sieg gegen Nürnberg. Das gleiche gelingt auch Dortmunds Lars Ricken im Spiel gegen Hannover 96. Der BVB siegt gegen die Niedersachsen mit 3:1 und klettert damit auf den 11. Tabellenplatz. Aaron Hunt ist Werders jüngster Torschütze aller Zeiten. Gerade mal 18 Jahre jung erzielt der Bremer das 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Auch Neuzugang Mohamed Zidane gelingt sein erstes Tor im Spiel für Werder. Der Meister auf dem 3. Tabellenplatz, wieder mit Blickrichtung zur Tabellenspitze. Ja, wir haben sicherlich zwei Leute zu ersetzen, was die Offensive angeht, die sonst natürlich immer für Stimmung vorne gesorgt haben, mit Valdez und Klasnić. Aber wir haben auch immer gewusst, dass Mohamed Zidane und Aaron Hunt gute Spieler sind, die eben auch da in die Lücke rein wollen. Sie machen gerade Ihren Schulabschluss in der Realschule, üben für einen Führerschein und Bundesliga-Debüt. Was ist denn am schwersten? Alles drei, würde ich sagen. Aber am schwierigsten fällt mir der Führerschein. Eisgekühlt ist in Bielefeld. Nicht nur das Wetter zum Frieren, sondern auch die Laune der Bayern nach dem Spiel gegen die Arminia. Wenn man gegen München spielt, hat man nichts zu verlieren. So das Motto des Aufsteigers.
Und demzufolge ist es Massimilian Porcello, der nach 313 Minuten ohne Gegentor die Bayern mal wieder in Rückstand bringt. Magath verschnupft. Und als Darren Buckley nach 61 Minuten auch noch das 2:0 erzielt, hätte er sich wohl am liebsten krank gemeldet. Partystimmung in der Schüko Arena, die auch keinen Abbruch findet, als Lucio doch noch der Anschlusstreffer gelingt. Der Mann des Spiels aber heißt Darren Buckley. Sein 3:1, der endgültige K.O. der Bayern. Felix Magath und auch Uli Hoeneß können es nicht glauben. Der kleine Aufsteiger besiegt den Titelaspiranten. Jubel in Dortmund. Nach dem 1:0-Sieg gegen Bochum ist der BVB nun schon seit 4 Spielen ungeschlagen. Das ist der beste Rückrundenstart seit 13 Jahren. Glück für Bert van Marwijk. Schiedsrichter Albrecht gibt zu Unrecht ein Tor der Bochumer wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht. Bochum gegen Freiburg, der Krisengipfel am 22. Spieltag. Das erste Abstiegsendspiel beginnt erst so richtig, als Schumann gegen Trojan die Notbremse zieht und Schiedsrichter Kircher auf den Elfmeterpunkt zeigt. Das 1:0 durch Misimovic, erst der Auftakt Bochumer Glückseligkeit. Freiburger Tristesse im Bochumer Regen. Erst recht, als Kaller den VfL zum zweiten Mal jubeln lässt. 2:0 nach 56 Minuten. Und Peter Neururer wird an diesem Nachmittag noch einmal Grund zum Jubeln haben. Das Foul von Richard Golz an Lokwens, das Ende des Freiburger Schlussmannes. Rot für Golz. Eine Fehlentscheidung, wie die Zeitlupe zeigt. Golz nicht mehr letzter Mann, dennoch heißt es für ihn duschen gehen. Freiburger Hoffnung, als Aogo in der 80. Minute den Anschlusstreffer erzielt. Der Tabellen-17. Mit dem Mut des Verzweifelten. Aber bereits 4 Minuten später, Bechmann ist es mit diesem Solo, der für das endgültige Aus der Breisgauer sorgt. 3:1 und der VfL ist nur noch 4 Punkte von dem Tabellen-15. Mainz entfernt. Wir leben auf jeden Fall wieder. Egal, was jetzt noch passieren wird, werde ich hier bis zum Letzten für den VfL alles tun. Das ist gar keine Frage. Und in Bochum darf wieder vom Klassenerhalt geträumt werden. Traumhaft auch der Auftritt von Ailton im Spiel gegen Mönchengladbach. Zweimal Toni gnadenlos, nachdem seine Mannschaft mit 0:1 hinten liegt. Böhme gegen Rost und zunächst jubelt die Borussia. Dann aber kommt Ailton auf die Bühne.
Wiedergutmachung nach der Blamage in Bielefeld hatte Felix Magath vor dem Spiel gegen Dortmund angekündigt. 53.000 Zuschauer wollen dieses Versprechen miterleben. Hasan Salihamidžić mit dem ersten Treffer nach 4 Minuten. Doch was ist bloß mit dem BVB los? Wo ist die Borussia? Sie findet nicht statt. Katastrophal. Das Aufbauspiel C. Roberto auf Makay. Makay, Tor! Wahrlich meisterlich, wie sich die Bayern präsentieren. Jeder Schuss ein Treffer. Pizarro mit dem 3:0. Und dann ist Makay wieder an der Reihe. Tor Nummer 2 an diesem Tag für ihn und es sollte nicht sein letztes bleiben. Roman Weidenfeller sieht das Ganze auf sich zukommen. Scholl, Gedankenblitz, Makay, Tor! 2 Tore vorbereitet, 3 selber geschossen. Dies hat vor Makay nur Giovane Elber geschafft. Der Holländer einfach unersetzlich. Oi, so viel Spaß schon mal gehabt beim Fußball? Klar, öfter, aber ich meine, nach letzter Woche, was für, glaube ich, nicht nur für uns, aber für alle eine Überraschung war, wie wir verloren haben in Bielefeld, wollte das heute wieder gut machen für uns selber, für die Fans auf jeden Fall und auch für uns, um versuchen, gut, mit einer guten Moral das Spiel von Dienstag anzufangen. Uns haben ja die grundlegenden Sachen heute gefehlt, wie Einsatzbereitschaft, ja, in die Zweikämpfe zu gehen, für seinen Mitspieler da zu sein, das hat uns ja gefehlt. Der BVB auf Platz 11 und bereits zum 13. Mal in Folge in München verloren. Dortmunder Fans haben es zurzeit schwer. Alles im grünen Bereich bei Werder an diesem 23. Spieltag. 4:0 gegen den VfL Bochum und bereits der 5. Bundesligasieg in Folge. Valerian Ismail mit dem Anfang vom Ende für die Bochumer. Peter Neururer, viel hatte er seiner Mannschaft in der Woche erzählt. Positives Feedback, Fehlanzeige. Der VfL, selbst im eigenen 16er gehen die Zweikämpfe verloren. So viele Nachlässigkeiten werden irgendwann bestraft. Frank Baumann mit dem 2:0 in der 49. Minute. Das 3:0 durch Nelson Valdez fast schon wie im Training. Bochum wie ein Abstiegskandidat. Das 4:0 nur noch eine Frage der Zeit. Valdez, Miku und Aaron Hunt. Schauen Sie mal, was der mit den Bochumern da hinten veranstaltet. Den Vollzug erledigt dann der Meister selbst. Johan Miku mit dem 4:0 nach 73 Minuten. Also es geht doch. Doch, die Beine waren schon schwer. Dann auch noch zu treffen, freut mich natürlich besonders. Aber ich muss auch sagen, dass Aaron die tolle Übersicht hatte, mir den Ball so intelligent zuzuspielen. Also bravo auch an ihn. Ja, ein richtungsweisendes Spiel nächste Woche sicherlich bei den Bayern. Und danach sind wir schon ein bisschen schlauer. In 5 Spielen 16 Tore. Werder ist gut gerüstet für das Spitzenspiel gegen die Bayern am nächsten Spieltag. Rangelei im Kampf um die UEFA-Cup-Plätze. Der HSV zu Gast in Berlin. Und schon nach 4 Minuten ist das Spiel gelaufen, weil Moreira Baztürk unfair zu Boden bringt. Und weil Piekenhagen Marcelinhos Freistoß nicht festhalten kann. Reiner mit der glanzvollen Vollendung zum 1:0.
Der HSV an diesem Tag zwar die bessere Mannschaft, aber nicht in der Lage, das Runde in das Eckige zu bringen. Und so ist es nur allzu logisch, was passiert, dass Thomas Doll sich 12 Minuten nach dem Tor zum zweiten Mal aufregen muss. Und dann geht's schnell. Marcelinho, Gilberto. Gilberto gegen 2 und auch gegen Piekenhagen 2:0. Baştürk auf Giuseppe Reyna. Schön mitgenommen. Schön gepasst. Schön gedribbelt. Nicht ganz so gut geschossen, aber Marcelinho 3:0. Aber der HSV gibt nicht auf. Nun mit dem Mut des Verzweifelten. Ecke, Latte und ein Pfiff. Elfmeter für Hamburg und Baştürk darf duschen gehen. Die Zeitlupe belegt, Handball statt Fußball. Hertha nur noch mit 10 Mann. Der Elfmeter, typisch an diesem Tag, Barbares ohne Glück. Dann 12 Minuten vor dem Ende doch noch einmal Grund zur Freude. Barbares mit dem Beweis, dass er doch noch treffen kann. Geht da noch was für den HSV? Hertha mit Matlung, die Mannschaft mittlerweile mit Dardai ebenfalls sehr defensiv aufgestellt. Dann der Katastrophenpass von Beinlich und die Kaltschnäuzigkeit von Gilberto. 4:1 der Endstand mit einem Sieger, der an diesem Tag nur Hertha heißen kann. Ich glaube, wir hatten heute so ein bisschen die Scheiße an den Füßen, wenn man das mal so sagen darf. Das ist der Tag, wo der Fußball gold-blau-weißes Trikot gehabt hat. So muss man es einfach sehen, dass heute das Ergebnis passt, aber wir sicherlich mit eines unserer schlechtesten Spiele in der Saison gemacht haben. Aber es darf gejubelt werden. Hertha ist auf UEFA-Cup-Kurs. Bayern gegen Bremen heißt das Spitzenspiel am 24. Spieltag. Felix Magath und die gesamte Bayern-Bank ungewohnt locker. Erst recht, als die 7. Spielminute näher rückt. Und dann kommt Michael Ballack. Das Spiel war überhaupt noch nicht in Schwung, Bremen noch nicht ganz da und Bayern München führt 1:0. Das 0:1, entstanden, weil Frank Baumann Ballack nicht halten kann. Thomas Schaaf mit der Vorahnung, dass dieses Spiel zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden ist. Die größte Chance für Bremen, dann durch Nelson Valdez. Die 61.000 Zuschauer im Olympiastadion enttäuscht von der Leistung beider Mannschaften an diesem Samstagnachmittag. Guerrero kommt in der zweiten Halbzeit immer besser ins Spiel, doch zu einem Treffer reicht es auch für ihn nicht. Jubel bei den Bayern am Ende. 3 Punkte mehr auf dem Konto. Auch wenn man über dieses Spiel nicht mehr lange sprechen wird. Ein sogenannter Arbeitssieg, keine Frage. War kein hochklassiges Spiel. Ist aber schwer auch bei diesen Bodenverhältnissen. Ich sag mal so, Spitzenspiel von uns aus bis zum 16er. Wir haben halt bloß den Abschluss nicht richtig gefunden. Wir haben natürlich die letzten Wochen auch sehr gute Spiele abgeliefert, auch viele Tore geschossen. Deswegen tut uns so ein Spiel auch mal nicht weh, wenn man es auch gewinnt. Ist für Werder jetzt die Meisterschaft abgehakt? Ja, das ist ganz schwierig, weil ich glaube nicht, dass Bayern gibt viele Punkte jetzt. 2 Tore in 2 Spielen. Was wäre der FC Bayern ohne Michael Ballack? Ailton auf dem Platz, Hanke auf der Bank. So die Entscheidung von Ralf Rangnick im Spiel gegen den VfL Bochum. Der Brasilianer immer für ein Tor gut. So auch heute. Die nächste Chance.
Halbe Stunde gespielt und Ayrton feiert die Schalker Führung und ein Jubiläum. Und was für eins, sein 100. Bundesliga-Treffer. 88 davon für Werder Bremen. Das 12. hier heute für Schalke und dazu ein ganz wichtiges. Noch mehr Gas geben, das ist die Order von Ralf Rangnick an die Mannschaft. Kein Problem, die prompte Antwort. Der eingewechselte Altintop, da ist wieder Ayrton und Linke 2-0. Schalke punktgleich mit den Bayern, S04 träumt weiter vom Titel. Da mussten sie 75 Minuten knapp auf der Bank schmoren, ist ihnen aber bestimmt nicht leicht gefallen, ne? Ne, das war nicht leicht. Das war ein bisschen enttäuscht, aber wir haben halt gewonnen und das zählt einfach. Klar, das Ergebnis 4 Stürmer im Spiel bis erste Minute. Und das ist das Problem vom Trainer. Und Trainer weiß, welche Mannschaft kommt in Platz. 13 Minuten vor dem Ende die verdiente 2-Tore-Führung. Der Unruhestifter erneut Ayrton und sein Landsmann bedankt sich mit der Vorentscheidung. Jubel bei Hansa. Der erste Sieg unter Jörg Berger ist geschafft. Ich habe gesagt, dass wir Fußball spielen können. Aber nur mit Fußball spielen allein verhinderst du den Abstieg nicht. Und heute hat die Mannschaft Fußball gespielt und gekämpft. Das goldene Tor. Der Schütze Rade Priza gegen Hannover 96. Ein Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf. Hoffentlich kriegen wir jetzt einen Lauf und wenn wir so gut wie heute spielen, nächste Woche zu Hause gegen Bochum, dann kriegen wir 3 Punkte nächste Woche auch. Einen guten Riecher beweist auch Gladbachs Trainer Dick Advokat. In der 79. Minute wechselt er Václav Zverkos ein. 8 Minuten später erzielt er mit diesem Traumtor den 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Gladbach jetzt auf Tabellenplatz 13. Ausverkaufte Hütte, die Bayern sind da. Der Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten. Das ist der Festtag, der 25. Spieltag. Null zu null steht es bis zur 69. Minute. Dann dieses Foul von De Michelis an Ebbe Sand. Lincoln und die Schalker Führung. Und im ganzen Stadion wird in Königsblau gejubelt. Ein Tor, das einzige des Tages zum Genießen. Zumindest aus Gelsenkirchener Sicht. Nach exakt 90 Minuten ist Schluss. Riesenjubel auf Schalke. Frust bei Oli Kahn. Der FC Schalke 04 ist seit Mai 2001 wieder einmal Tabellenführer. Klar, dass auch Kahn da artig gratuliert, wenn eben auch auf seine Weise. Lincoln sei Dank, die blaue Party kann weitergehen und als Nummer 1 darf heimlich vom Titel geträumt werden.
Aufbruchstimmung in Rostock. Nach dem Sieg in Hannover soll nun auch gegen Bochum der erste Heimsieg eingefahren werden. Und die Hanseaten beginnen furios. Die Salvo, Tor! 36. Minute, 1:0. Antonio Di Salvo, sein sechstes Tor in dieser Saison, sein erstes im Ostseestadion. Hansa an diesem Tag einfach nicht zu stoppen. Einer ganz besonders nicht. Toni Doppelpack, 2:0, 49. Minute, zum dritten Mal trifft er doppelt in dieser Saison. Und dann der Schober-Sprint von 0 auf Di Salvo in 6 Sekunden. Der Wille von Hansa war zu spüren. Dann dieser Fehlpass von Stäbel auf Prica. Gerade Prica, der hat einen Lauf im Moment, das sieht man doch. Prica, das Ding passt. 3:0, ein wunderbares Tor. Diesmal keine Chance für den Holländer, der hatte auch schon keine Reaktion gezeigt, aber es wäre auch vergebene Liebesmüh gewesen. Den hat der Schwede reingeklopft nach allen Regeln der Kunst. Der VfL aber hatte nun endgültig begriffen, was die Stunde geschlagen hat, drückte jetzt, war überlegen. Beckmann bricht den Ball über Umwege zurück. Nochmal Beckmann. Und Edu, nur noch 3:1. Der Anschlusstreffer durch den Brasilianer, bei dem bis dahin nur undeutlich zu erkennen war, dass er zum Toreschießen aufgestellt wurde. Hier stand er genau richtig. Vorbeck hatte den Bochumer schlicht alleine gelassen. Am Ende heißt es 3:1 für Rostock. Und der erste Heimsieg unter Jörg Berger ist perfekt. Auf einmal sind es nur noch 7 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Enttäuschung bei Peter Neururer. Für seine Bochumer wird es immer enger in puncto Klassenerhalt. Mit der Leistung heute muss ich sagen, muss ich mich entschuldigen für die Fans, die heute mitgekommen sind. Da kann man sich schon schämen. Notfalls gehen wir auch mit Peter Neururer in die zweite Liga. Und was sollen wir jetzt noch großartig reden? Wir haben heute eine ganz, ganz bittere Niederlage eingesteckt. Und mittlerweile sieht das so aus, dass Hansa Rostock uns schon in der Tabelle überholt hat. Unvorstellbar, bei Hansa blüht die Hoffnung aus. Wir liegen einen Punkt hinter Hansa. Schlimm genug. Die Hoffnung wird immer kleiner, aber ich habe noch eine. Haben Sie noch Lust, überhaupt weiterzumachen jetzt momentan? In solch einer Situation lässt man den Verein nicht im Stich, das ist überhaupt keine Frage. Dass es natürlich bei diesen Spielen keinen Spaß macht, zuzugucken, ist vollkommen klar. Das ist eine Qual. Heute war es eine absolute Qual, bei der man teilweise sogar körperliche Schmerzen erleidet. Und in Rostock darf langsam wieder vom Klassenerhalt geträumt werden. Wir haben jetzt in den letzten 3 Spielen haben wir nur ein Gegentor erhalten. Wir haben 7 Punkte geholt. Und was noch viel gravierender ist, wir haben auch viele Spiele unentschieden gestaltet. Bloß die helfen einem nicht weiter. Denn in 11 Spielen, die ich bestritten habe, gab es 6 Unentschieden, 2 Siege. Also wir haben nur 3-mal verloren. Und es ist, und da bin ich überzeugt, es ist ein wichtiger Schritt heute gewesen, auch für die nächsten Spiele, weil eine Mannschaft braucht Selbstvertrauen, eine Mannschaft braucht einen Sieg und mit einem Sieg habe ich natürlich auch als Trainer eine leichtere Arbeit. In Mainz hat man sich etwas vorgenommen an diesem Spieltag. Man will Schalke von der Tabellenspitze holen. 20.000 Mainzer sorgen von Anfang an für einen schwierigen Arbeitstag der Königsblauen. Die allererste Minute. Und schon bricht beim Aufsteiger vorzeitig der Karneval aus. Eins zu null durch Fabian Gerber. Weitergeleitet und reingenickt. So einfach kann Fußball sein. Aber das Glück scheint nochmal zu den Schalkern zurückzukehren. Noweski. Und unnötigerweise wird Aude Kampois umgerissen. Klare Entscheidung von Schiedsrichter Fröhlich, Elfmeter. Lincoln. Na klar, wer sonst? Und der 1:1 Ausgleich.
und Hoffnung, doch noch Tabellenführer zu bleiben. Aber Mainz, in keiner Weise geschockt. Die 79. Minute, Pass Gerber, Schuss Turk und es steht 2:1 für Mainz 05. Der Aufsteiger besiegt den Tabellenführer. So etwas gibt es nicht alle Tage. Und deshalb darf auch so richtig gefeiert werden. Ailton mag es nicht glauben. Letzte Woche noch die Bayern geschlagen und nun von einem Aufsteiger besiegt. Unfassbar. Spielboykott und Trainerausrufe vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Peter Neururer sichtlich angeschlagen. Dabei sollte es ein so schöner Tag werden. Eins heißt es am Schluss und in Bochum darf man nochmal in Richtung Nicht-Abstiegsplatz schielen. Wir sehen, dass wir, was wir heute gespielt haben, dann glaube ich, dass wir sehen viel besser, als in die zweite Liga zu gehen. Vergangenes Wochenende sind Sie schon bundesweit beerdigt worden in Richtung zweite Liga. Was ist nun los? Ja, ich denke mal, das hat uns gut getan, dass viele uns abgeschrieben haben und wenn ich dir das Rezept wüsste, würde ich den Wolfsburger dieses Rezept auch geben oder anderen Mannschaften, Freiburg oder Rostock? Aber wir reden schon seit Wochen und Monaten und ich gehe davon aus, dass dieser Sieg der Mannschaft auf jeden Fall ein klein wenig weiterhilft. Die Resthoffnung ist größer geworden. Damit sie noch größer wird, werden wir natürlich noch intensiver oder genauso intensiv vielmehr arbeiten wie bisher. Dankeschön. Einen Millimeter zurückweichen. Wir haben hier im Hinspiel einzeln geführt und gewinnen das Spiel nicht. Beide haben eben auch den Drang, die Spiele zu gewinnen. In einer Zeit, wo drei Clubs sich nur für die Champions League qualifizieren. Es ist schon ein Kampf um Hauen und Stechen. Muss man unser Ziel sein, zu den Top-3-Teams in Deutschland zu gehören. Was macht mein Kollege? Was hat er vielleicht vor? Es ist nicht ausgeschlossen, dass natürlich auch verschiedene Dinge versucht werden, um den Gegner zu überraschen. Wir werden sehr selbstbewusst hier agieren. Alles ist sehr viel. Werder gegen Stuttgart oder der Kampf um den zweiten Champions League Platz. So lautet die Überschrift des 27. Spieltages. Weiter oben mitmischen, das will Matthias Sammer und das will auch seine Mannschaft. Silvio Meissner ist es, der 3 Minuten nach der Halbzeit die Schwaben in Führung bringt. Sammers Freude hält sich in Grenzen, als ob er wüsste, was 4 Minuten später passieren würde. Bremen versucht sofort, die wütende Antwort zu geben. Sie sind bisher besser gewesen, aber die Gäste führen. Jens auf Klasnic, Tor! Da jubelt auch der Vereinspräsident Jürgen L. Born rechts. So schön kann Fußball sein. Gutes Auge von Jensen und kein Abseits hier deutlich zu sehen. Ivan Klasnic diesmal abgebrühter und mit dem Glück des Tüchtigen ein Tunnel gegen Hildebrand. Sammer mit bösen Vorahnungen und als Tiffert auch noch Schiedsrichter Merck umstößt, scheint das Spiel bereits verloren. Die Wende dann, als Stranzl den Turbo zündet. Stranzl aus der Viererkette nach vorn gehend und dann gefoult von Ismael. Der hat schon gelb und weiß direkt Bescheid. Er wartet gar nicht, bis Schiedsrichter Dr. Markus Merck ihm gelb-rot zeigt.
erster Platzverweis überhaupt in der Bundesliga für den Franzosen. Tja, Werder nun noch zu zehnt. Und dann mit diesem Missgeschick von Andreas Reinke. Tiffert und die Entscheidung. Freude auf Stuttgarter Seite und zunächst Sprachlosigkeit bei Bremens Trainer Schaaf. Später aber die Analyse. Und man muss auch Tore schießen, um zu gewinnen. Und sicherlich muss man auch Tore verhindern. Das ist vollkommen klar. Und heute haben wir zwei nicht verhindert. 4 Punkte Vorsprung auf die Bremer. Der VfB ist jetzt auf Champions League-Kurs. Grund zur Freude haben Jörg Berger und seine Mannschaft das Kellerduell mit 2:0 gegen Mainz gewonnen und nur noch 5 Punkte zum rettenden Ufer. Es war heute zu sehen, dass zumindest die Mannschaft kämpft. Fußballerisch ist es sicherlich im Moment sehr schwer, aber ich denke, die Mannschaft lebt und kämpft und das ist erstmal wichtig. Für die ist der letzte Strohhalm gewesen. Die mussten gegen uns gewinnen, um noch eine Chance auf den Klassenverbleib zu haben. Die wollten wir eigentlich zunichte machen, weil dadurch wären wir durch gewesen. Und deswegen haben wir einfach heute zu wenig den Kampf angenommen. Zu wenig den Kampf angenommen oder soll man besser sagen, Hansa war einfach die stärkere Mannschaft. Rasmussen und Hartmann, 2 Tore in 17 Minuten und das Spiel ist entschieden. Hansa zwar immer noch auf dem vorletzten Tabellenplatz, doch ganz Rostock glaubt wieder an die Rettung. Ich mache mir Gedanken, weil wenn man nach 10 Spielen, nach 10 Heimspielen, ein Heimspiel verliert und man hört schon wieder sowas, dann kann man sich vorstellen, was passiert, wenn wieder mal 1, 2, 3 Spiele verloren werden. Nach dem 0:2 gegen Hannover 96 ist es dann soweit. Jara teilt der Vereinsführung mit, seinen Vertrag für die kommende Saison nicht verlängern zu wollen. Kaiserslautern trennt sich darauf mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer. Nachfolger wird bis zum Saisonende Ex-Profi Hans-Werner Moser. Vaterglück und Torfabrik. Der 28. Spieltag hat es in sich. 3 Tore durch Kevin Kurani, ausgerechnet gegen den Titelaspiranten Schalke 04. Ist der dreimalige Torschütze heute gleich dreimal nach insgesamt 612 Minuten, nach 6 Spielen, Kevin, wo viele schon gezweifelt haben, Sie selbst auch an sich mal? Ehrlich gesagt nicht. Es gab viele Leute, die an mich geglaubt haben. Und ich habe versucht dann, das Glauben mitzunehmen. Ich habe versucht, mit der Mannschaft zu kämpfen. Irgendwann mal würde die Zeit dann kommen, dass ich die Tore schieße. Und das war heute. Haben Sie sich schon herzlich bedankt beim ehemaligen Mannschaftskameraden, bei Marcelo Bordon, der ja den Fehler gemacht hat und Ihnen das Tor ermöglicht hat? Ja, Sie wissen, dass im Fußball vieles passieren kann. Der hat ein bisschen Pech gehabt bei dem Ball, ist ein bisschen mit der Fee gekommen. Auf einmal steht der Ball vor meinen Füßen und ich schieße dann rein. Aber man soll die Schuld nicht an ihm legen. Sie haben sich richtig gefreut. Vor allem haben Sie sich nach dem 2. und dem 3. Tor richtig gefreut. Und da war eine Szene zu sehen. Und das weiß jeder, der also nicht unbedingt beim Fußball jeden Tag zuschaut. Wenn man diese Wiegebewegung macht, da ist was Junges unterwegs. Bei wem denn? Das ist geheim. Morgen wird es dann gesagt in der Mannschaft. Und dann werden wir sehen, wer der Glückliche ist. Also innerhalb der Mannschaft gibt es Nachwuchs beim VfB, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Ist es ein Mitspieler? Schwer zu sagen. Also selber? Auch schwer zu sagen. Noch geheim, das wird morgen.
Ja, die Aufgabe von Journalisten ist es natürlich, Geheimnisse aufzudecken. Und jetzt sind wir in der großen Freude. Aber ich bin ein ganz harter Typ. Ich werde den Geheimnissen nicht rausgeben. Also ich gehe mal davon aus, dass es im Hause Kurani freudige Nachrichten gibt, obwohl sie jetzt noch dementiert werden, aber auch noch nicht bestätigt. Können wir uns darauf einigen? Stuttgart dank Kurani jetzt schon mit dem 5. Sieg in Folge. Die Bayern empfangen voller Selbstvertrauen Gladbach. Kein Wunder, denn Roy Makaay ist nach überstandenem Muskelfaserriss wieder mit dabei. Und Dick Advokat? 6 Punkte nur noch entfernt von Liga 2. Heute muss im Olympiastadion unbedingt gepunktet werden. Nach einer guten Stunde, als viele einzuschlafen schienen, diese Szene. Janssen, der Youngster, gegen Sagnol, den Routinier, macht ihn nass. Wo steht Kahn? Und der Ball ist drin. Uhligs 1:0 für Gladbach. Diese Hürde war höher als der Bayern-Keeper zuletzt unfehlbar. Tänzerisch nicht ganz so begabt, aber wann hatte er für Gladbach schon Zeit zum Üben in dieser Saison? Erst sein 2. Tor. Noch einmal. Juniorennationalspieler Janssen. Sicherlich kommt er von hinten, aber er gewinnt den Zweikampf gegen den international erfahrenen Sagnol. Kahn hatte mit Sagnols Zweikampferfolg gerechnet und war völlig falsch postiert. Und zudem wirkte der Bayern-Torwart bei Janssens Flanke wie tief gefroren. Sekunden nach dem 1:0 für Gladbach der Anstoß. Alles ungekürzt. Salihamidzic schützt Zeroberto. Genauso genervt wie Ballack. Zeroberto, heiß nach Gladbachs Führungstor. Scholl, Schweinsteiger, Scholl und drin ist er. Der Joker trifft und Bayern ist wieder da. Scholl erst 7 Minuten im Spiel und der 1:1 Ausgleich. Und als alle sich schon langsam auf ein Unentschieden einstellen, ist es Michael Ballack, der mit seinem 8. Saisontor die Münchner auf die Siegerstraße bringt. Es ist bereits das 5. Mal, dass der FC Bayern einen Rückstand in 3 Punkte verwandelt. Die Gastgeber einfach nicht zu stoppen. Neunundzwanzigster Spieltag und die Bayern jetzt außer Rand und Band. 89 Minuten passiert wenig in Hannover. Doch dann kommt Owen Hargreaves und erzielt buchstäblich in allerletzter Sekunde den 1:0-Sieg der Bayern. Das Last-Minute-Tor des Briten sorgt dafür, dass die Bayern nach 15 Jahren bei 96 wieder siegen können. Olli Kahn, ebenfalls in Feierlaune, ein Sprint zur Eckfahne, abklatschen und den Streit mit Willi Sagnol beenden. Ein Tag, wie er besser nicht hätte enden können, einfach perfekt. Das ist oder das war ein Problem zwischen zwei Männern und nicht ein Mannschaftsproblem. So, wenn wir sind auf dem Platz, gibt es nichts mehr Probleme. Da ist schon ein großer Schuss Genugtuung dabei. Denn ich hatte ja nach dem Spiel am Dienstag das Gefühl, der FC Bayern, das sind nur Blinde, die können gar nichts. Die haben alles falsch gemacht und jetzt sind wir 6 Punkte vorne. Ist die deutsche Fußballmeisterschaft auch schon entschieden? Natürlich nicht. Wir haben sicher heute mit dem Auswärtssieg einen wichtigen Schritt vorwärts gemacht. Aber 5 Spiele sind nur 15 Punkte. Und da kann man sich, auch wenn man vermeintlich 6 Punkte oder mit 6 Punkten natürlich vermeintlich großen Vorsprung hat, sind es doch nur 2 Spiele. Und daher, wir müssen die erforderlichen Punkte machen. Und ich denke, Bayern ist erfahren genug. Wir wissen, dass wir eine gute Ausgangsposition haben, aber dass wir noch lange nicht durch sind. Aber die Stimmung ist natürlich gut bei dem Bayern-Anhang und auch beim Tabellenzweiten vor der Begegnung gegen den Hamburger Sportverein. 61.000 Zuschauer wollen ihre Mannschaft heute siegen sehen.
Und tatsächlich, alles läuft nach Plan. 3 Minuten gespielt und dann Gerald Asamoah mit der Führung zum 1:0. Aber die Stimmung kippt. Insbesondere als Stefan Beinlich Raphael Wicki sieht und der das 1:1 markiert. Unglaublich. 60 Minuten den Gegner kontrolliert und nun das. Ein Schock, der tief sitzt. Und dann kommt es noch schlimmer. 3 Minuten noch zu spielen. Beinlich auf Moreira. Und Moreira mit einem Geniestreich. Und dann kommt Mpenza. Das war's, Schalke. Emil Mpenza beendet in diesem Moment alle Hoffnungen in Gelsenkirchen. Vor 2 Jahren, mit wenig freundlichen Worten von Rudi Assauer nach Lüttich geschickt, wird er hier zum HSV helfen. Mladen Krstajic hatte ein Riesenspiel in der Schalker Innenverteidigung gemacht. Im entscheidenden Moment der Patzer und das Missverständnis mit Frank Rost. Und das war's. Hamburg gewinnt 2:1 gegen Schalke 04. Der HSV hat seine Krise beendet. Schalke steckt mittendrin. Wir haben einen glänzenden Start gehabt mit dem frühen 1:0, hatten eigentlich dann alle Vorteile auf unserer Seite, aber wir haben heute einfach viel zu viele Abspielfehler gehabt, viele leichte Ballverluste. Dieser letzten Biss hat gefehlt und ich weiß auch nicht warum, das kann nicht sein, das geht um die deutsche Meisterschaft. 6 Punkte der Rückstand auf die Bayern. Hat Rudi Assauer die Meisterschaft schon abgehakt? Matthias Sammer und seine Mannschaft spekulieren weiter auf die Champions League. Und darum war ein Sieg gegen Hansa Rostock am 29. Spieltag fest eingeplant. Der Tabellen-17. Dagegen mit der letzten Hoffnung auf den Klassenerhalt. Der Gastgeber bestimmt das Spiel. Von Stuttgart nichts zu sehen. Persson schaltet sich vorne mit ein. Sieht Hartmann. Hartmann! In der Mitte, Abeck, 1:0 und hochverdient. Aber so schnell geben sich die Stuttgarter nicht geschlagen. Kakao ist es, der den VfB zurück ins Spiel bringt. Routiniert und kaltschnäuzig. Der Brasilianer mit dem 1:1. Jörg Berger fühlt, hier ist heute noch mehr drin. Alles oder nichts und vor allem alles nach vorn. Das Zeichen des Hansa-Coaches. Und Hansa Rostock spielt groß auf. Angriffsfußball gegen den VfB Stuttgart. 16 Minuten sind jetzt noch zu spielen im Ostseestadion. Radeprica mit dem Tor des Tages. Ein Sieg, der Stuttgarter Meisterträume beendet und Hansa neue Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg verleiht. Rostock jetzt seit 7 Heimspielen ungeschlagen und nur noch 4 Punkte von Platz 15 entfernt. Das war so, wie ich mir eine Mannschaft vorstelle, die im Abstiegskampf ist. Wir haben heute an unserem Level gespielt. Wir haben nicht nur gut Fußball gespielt, wir haben gekämpft. Wir haben eigentlich das umgesetzt, was ich zu Hause erwarte. Und ich muss es jetzt immer wieder sagen, hoffentlich gibt das nochmal ein Signal für die nächsten Spiele. Bei Stuttgart ist man auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Auf Wiedersehen, Meisterschaftstraum. Jetzt geht's nur noch um die Champions League. Frustration auch in Gladbach und bei Dick Advokat. Wieder nur ein Unentschieden. Das 1:1 gegen Mainz zu wenig für den Klassenerhalt. Aber man kann sehen, dass da bei uns sehr viel Spannung auf die Spieler war. Und ich denke, dass deswegen haben wir auch nicht so gut gespielt. Aber doch, wenn man dann doch 1:0 führt, wieder in der 90. Minute, ja, muss man doch wieder das Spiel gewinnen. Enttäuschung bei Trainer und Mannschaft. Dick Advokat weiß, was die Stunde geschlagen hat.
wir dürfen uns davon nicht beeinflussen lassen. Und wir müssen als Mannschaft jetzt Charakter und Stärke haben und uns vor unseren Sportdirektor und vor den Trainer stellen und sagen, wir machen es. Treue Schwüre auf der einen Seite, Entlassungsforderungen auf der anderen. Der Druck, Abstiegsangst schleicht sich ein. Man fordert ihren Rauswurf, macht Ihnen das Sorgen? Nee, gar nichts. Das Wichtigste war, wie es mit dem Verein geht und nicht mit mir. Und Sie haben vom Verein die volle Rückendeckung? Die volle? Rückendeckung. Oh, das müssen wir miteinander besprechen. Ergebnis? Advokat nimmt seinen Hut, verzichtet sogar auf seine Abfindung. Neuer Interimstrainer wie schon einmal in dieser Saison, Assistenztrainer Horst Köppel. Falco Götz und seine Hertha gegen Schalke. Das Spitzenspiel im Kampf um die Champions League am 30. Spieltag. 74.500 Zuschauer wollen ihre Mannschaft siegen sehen. Der Schlager begann mit entfesselten Berlinern. Marcelinho, Raphael, wieder Marcelinho, Baştürk. Erster Schuss der Partie aufs Tor, 1-0 Hertha. Aber so schnell geben sich die Schalker auch in schweren Zeiten nicht geschlagen. Ebbe Sand mit dem 1:1, 12 Minuten nach dem Führungstreffer. Schalke jubelt, Hertha beschwert sich. Zu Recht, denn Paulsen stößt Kovac um, das Tor hätte somit gar nicht zählen dürfen. Die Revanche folgt wenige Minuten später. Kovac mit echter Schauspielkunst und Paulsen darf vorzeitig duschen gehen. Hertha BSC Berlin nun mit einem Mann mehr und das ab der 23. Minute. Und dazu noch mit einem Baştürk, der einfach nicht zu stoppen ist. Marcelinho mit dem 2:1 und der Dank an die Mama, die extra aus Brasilien angereist ist, um ihren Sohn einmal live zu sehen. Zweiter Durchgang beginnt wie der erste. Hier wieder Marcelinho, völlig frei an der rechten Seite. Baştürk und Raphael. 3:1 Hertha. 50 Minuten gespielt im Olympiastadion und das sind die Hauptdarsteller dieses genialen Tores. Baştürk, das Außergewöhnliche geschieht nicht auf gewöhnlichem Weg, meinte Friedrich Schiller schon, auch wenn er Fußball sicher nicht damit gemeint hat, aber das ist einfach zauberhaft. Die endgültige Entscheidung in der 59. Minute. 4:1 und wieder ist es Marcelinho, der mit neuer Haarpracht alles klar macht. Samba-Fieber im Tollhaus Olympiastadion, dank eines überragenden Marcelinho an diesem Tag. Schalke nun schon 9 Punkte weg von der Tabellenspitze. Die Meisterschaft ist abgehakt, auch wenn es noch keiner öffentlich ausspricht. Ich glaube, dass wir heute mit 11 gegen 11, speziell nach dem Ausgleichstreffer, sehr gute Chancen gehabt hätten, hier was zu holen. Gut, aber wir müssen wieder aufstellen und es geht weiter. Also noch sind wir vorne, wir können alles aus eigener Kraft schaffen. Und so ein Spiel musst du eben abhaken und beim nächsten Mal das besser machen. Marcelinho und seine Hertha auf Champions League-Kurs. Lassen Sie mich erstmal den Sieg gegen Schalke genießen, weil ich bin neben Hertha Cheftrainer auch Fan von Hertha und weiß, wie wichtig Siege gegen Schalke sind. Die beiden Tore sind für meine Mama, den wichtigsten Menschen in meinem Leben. Nur noch 2 Punkte fehlen Berlin bis zur Königsklasse und das wäre fast genauso schön wie die Meisterschaft. Trauer bei Jörg Berger und seiner Mannschaft. Nach der Niederlage in Hamburg ist ein Abstieg aus der Bundesliga fast nicht mehr zu vermeiden.
Ich habe noch nie aufgegeben, aber es wird natürlich immer schwieriger. Ich brauche Ihnen da jetzt keine Märchen zu erzählen. Aufgeben ist nicht meine Art und wir werden so lange, oder ich werde auf jeden Fall so lange weiter alles geben und ich hoffe, dass jeder in der Mannschaft genau dasselbe oder so denkt wie ich und da auch weiter alles gibt für den Verein. Nach der 0:3-Pleite ist Hansa nun schon 5 Punkte vom rettenden Platz 15 entfernt. Zudem hat man die zweitschlechteste Tordifferenz aller Bundesliga-Vereine. Ab jetzt zählen nur noch Siege im Kampf gegen den Abstieg. Abschied vom SC Freiburg. Durch den 3:1-Sieg von Bielefeld und einen Dreierpack von Massimilian Porcello ist der Club zum dritten Mal aus der Bundesliga abgestiegen. Volker Finke gewinnt mit seiner Mannschaft nur insgesamt 3 Spiele. Das ist Bundesliga-Minusrekord. Kaiserslautern gegen Bayern oder die Chance auf die vorzeitige Meisterschaft, die Überschrift des 31. Spieltages. Michael Rensing muss den verletzten Oliver Kahn vertreten. Trotzdem, es liegt Meisterliches in der Luft. Spätestens als Michael Ballack die Münchner in der 19. Minute in Führung schießt. Bei Bayern ist man schier aus dem Häuschen. Und auch Kahn-Vertreter Rensing ist sich sicher, dieses Ding lassen wir uns heute nicht mehr nehmen. Ein schöner Tag, denn es kam alles noch viel, viel besser. Aus dem Klein-Klein-Spiel wird dank Sagnol plötzlich etwas mehr. Und Makai, Tor! Ein Tor mit Köpfchen, wörtlich genommen, nicht so häufig bei ihm. Die Bayern probten allmählich die Tänze in den 1. Mai. Und so reckt einer die Fäuste, der weiß, dass zu Hause die Nummer 1 nur Daumen, verletzten Daumen drehen kann. Die zweite Halbzeit. Wieder das Vorspiel mit Lucio, Hargreaves und Zé Roberto. Dann Hargreaves. Und Makai. Was macht denn Lauterns Hintermannschaft da nur? Der Holländer sagt Dankeschön. Die Bayern macht, wann hat es das auf dem Betzenberg schon mal gegeben? Dieses Spiel zum Heimspiel. Noch einmal. Sicher. Der Torriecher des Holländers ist wieder da. Aber was für ein Torso in Lauterns Hintermannschaft. Uli Hoeneß weiß es als erstes. Bei Schalke steht es 3:3 und sollte es so bleiben, hätten sie es wieder einmal geschafft. Auf dem Feld ist nun noch einmal Makai an der Reihe. Roy Makai und das 4:0, sein drittes Tor an diesem Tag. Und spätestens jetzt gingen alle Ohren nach Gelsenkirchen. Warten auf das Ergebnis aus Schalke. Gelassen wie immer ein Holländer. Betet Felix Magath etwa um seinen ersten Trainertitel als deutscher Meister? Dann ist es vollbracht. Die Bayern sind zum 19. Mal und Felix Magath zum 1. Mal als Trainer deutscher Fußballmeister. Uli Hoeneß.
Hoeneß stand abseits, hatte nur eine Hose dabei und entzog sich der Meisterdusche. Er will noch ins Sportstudio trockenen Fußes. Anders erging es Felix Magath. Seine erste Meisterdusche. Drei Tore, eine Vorlage, deutscher Meister. Es gibt nichts Schönes. Ich meine, wir wollten auch heute das klar machen und wir haben das mit einem gutes und schönes Spiel gemacht. Leverkusen, wir können diese neue Titel ein bisschen früher feiern. Achtung! Und jetzt habe ich ihn schon ein bisschen durchnässt, den Trainer des deutschen Fußballmeisters FC Bayern München, Felix. War das jetzt das Erreichen eines Saisonziels oder darf man bei der ersten Meisterschaft als Trainer auch mal nach den Gefühlen fragen? Liebe Zuschauer, ich bin gewohnt, drei Weißbier vor einem Interview zu trinken. Das hat der Teamchef zumindest behauptet. Jetzt kommen sie von oben, jetzt versuchen wir es aber trotzdem. Felix, die Frage nach den Gefühlen bleibt. Jetzt sind sie ein bisschen nass, glaube ich. Gell? Ja, aber trotzdem ist natürlich ein großartiges Ereignis, jetzt zum ersten Mal zu wissen, dass man die Meisterschaft erreicht hat, dass die Meisterschale sicher ist. Natürlich haben wir darauf hingearbeitet, natürlich war das unser Ziel und sind wir davon ausgegangen, dass wir es auch schaffen. Aber trotzdem ist natürlich erleichternd, endlich durch zu sein, dass nichts mehr passieren kann. Die Erleichterung auch, weil es am Anfang ein bisschen Sand im Getriebe gab? Ja, selbstverständlich. Am Beginn der Saison war sowas nicht abzusehen und wir hatten natürlich enorme Startschwierigkeiten. Aber das ist ganz normal, wenn eine Mannschaft mit einem neuen Trainer arbeiten muss und dafür wenig Zeit hat. Insofern denke ich, haben wir das sehr gut hingekriegt, haben wir schon bald die Kurve gekriegt. Es geht dir mehr in München, Sie haben noch nie ein Weißbier trinken, stimmt das? Oh ja, ich hab schon. Nicht nur alkoholfreie. Dann werden Sie heute noch ein paar mehr gratulieren. Nochmal herzlich auch von der ARD Sportschau. Danke, Felix. Herzlichen Dank. Das Meisterfoto ohne Oliver Kahn, den eigentlichen Kapitän. Da ist der gefährliche Mann, der mich getauft hat, hier der Bratzo. Michael, es gab auf dem Betze natürlich ein Vorgefühl für dich, kann ich mir vorstellen. Ausgerechnet hier, besondere Genugtuung oder auch normal? Nee, das ist nichts normal, wenn man deutscher Meister wird. Dann ist es eine Riesensache. Es ist halt bei meinem Ex-Verein passiert. Ich habe eine sehr gute Bilanz hier, habe wieder getroffen. Also es gibt nichts Schöneres, aber trotzdem. Lautern ist ja auch im gesicherten Mittelfeld, sodass nichts mehr passieren kann. Aber für uns war es halt wichtig. Es war das Spielgewinn. Wir wussten, wir haben 9 Punkte Vorsprung. Also es war eigentlich egal, wie Schalke spielt. Wenn wir heute gewinnen, sind wir so gut wie Meister. Bochum spielt im Abstiegsendspiel gegen Mainz und geht sang- und klanglos unter. Mit 2:6 verliert der VfL am Ende. Das gab es zuletzt 1976 gegen die Bayern. Dürfen wir heute über Klassenerhalt sprechen? Wir können darüber sprechen, er ist natürlich nicht geschafft, aber dass das heute ein Riesenschritt war, das ist ja keine Frage. Also ich bin ja nicht blöde, ich kann auch rechnen. 5 Punkte Rückstand in noch 3 ausstehenden Spielen. Ganz Bochum hofft nun nur noch auf ein Wunder. War das der Abstieg des VfL Bochum heute? Ja, die Frage muss man ja stellen, das ist richtig, aber kann man keine andere drauf geben, wir haben nur 3 Spiele. Wie groß ist Ihre Hoffnung noch auf den Klassenerhalt? 20-30%. Warum ist die Mannschaft nach dem 1-2 Gegentreffer so eingebrochen?
Es gibt einige Begründungen, die man finden kann, aber auch einige Begründungen, die besser nicht an die Öffentlichkeit geraten. Die Mannschaft wollte, gar keine Frage, aber wir sind zurückgeworfen worden und die Moral ist gebrochen worden. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals zu Hause so hoch verloren zu haben. Und ist brutal. Und Sie bleiben den VfL erhalten? Ja, ich wüsste nicht, warum nicht. Bochum vor dem Absturz in die zweite Liga und keiner kann es verhindern. Horst Köppel feiert 3 Punkte gegen Stuttgart und ganz Gladbach liegt ihm schon zu Füßen. Wie es heute gelaufen ist, kann es natürlich gar nicht laufen. Wir haben Heimspiel, schweres Heimspiel gewonnen. Bochum hat ganz klar verloren. Also ich denke, wir sind ein gutes Stück näher gerückt an den Nicht-Abstieg, aber es ist noch nicht gegessen. 2:0 gewinnt die Borussia auch gegen den VfB Stuttgart. Und der Klassenerhalt ist jetzt greifbar nah. Auf der anderen Seite geht das Zittern von Matthias Sammer um die Champions League weiter. Miroslav Klose bekommt nach diesem vermeintlichen Foul beim Stand von 0:0 im Spiel gegen Bielefeld einen Elfmeter zugesprochen. Nach kurzer Rücksprache mit dem Bremer nimmt Schiedsrichter Fandl die Entscheidung wieder zurück. Ich habe noch nie einen Elfmeter zurückgenommen, wenn ich davon überzeugt war. In diesem Falle waren die Anzeichen für mich klar. Und Klose selbst gibt zu, dass ein Elfmeter unberechtigt gewesen wäre. Klose erhält später dafür den Fairnesspreis. Letzte Chance für Peter Neururer und seine Bochumer. Nur noch ein Sieg in Nürnberg kann den VfL vor dem Abstieg vielleicht retten. Nach 21 Minuten sorgt Markus Daun für die Nürnberger Führung und dafür, dass die Hoffnung auf den Klassenerhalt fast gen Null gesunken ist. Und dann der endgültige K.O. 5 Minuten vor dem Ende der Partie. Marek Mintal und sein 23. Saisontor. Jetzt ist auch Peter Neururer klar, das war's mit Liga 1. Wolfgang Wolf kann es noch gar nicht fassen. Der Klassenerhalt ist geschafft, auch wenn Bochum noch den Anschlusstreffer erzielt. Letzte Minute, Misimovic. Und dann stand Michael Beck höher als Heito in dessen 20. Bundesligaspiel. 2:1 mit dem Schlusspfiff. Ein Treffer des gebürtigen Franken aus Bamberg ohne Wert. Nur noch für die Statistik, er ist vor Lokwens am Ball. Nürnberg, 2 Spieltage vor Saisonende gerettet. Und das kulturelle Motto der Stadt des heutigen Abends wird einfach übernommen. Sie feiern hier eine blaue Nacht. Wir haben ja noch nichts gewonnen. Wir haben ja gerade die Klassen erhalten und das war unser Ziel. Aber das ist ja nichts Besonderes. Also da muss man das Weißbier nicht drüber schütten, da trinken wir es nicht. Da trinken wir es lieber, ja. Das haben wir in der Kabine. War schon fast weg gewesen. Aber wir wollten auch zeigen, dass wir mit Bayern mithalten können, dass wir auch so große Gläser haben. Das 500. Bundesligaspiel von Peter Neururer, zugleich das bitterste. Der Abstieg seiner Mannschaft ist ab heute so gut wie besiegelt. Sehr lange auf der Bank gesessen. Haben Sie sich da schon ein bisschen verabschiedet von der ersten Liga als Bochum-Trainer? Ich habe mich mit Sicherheit noch nicht verabschiedet als Bochum-Trainer, denn wir haben noch 2 Spiele. Und wir haben, wie gerade richtig festgestellt, wenn auch nur eine Minimalchance, die nach außen zu transportieren, ist schon fast lächerlich. Aber solange diese Minimalchance besteht, hat man alles für diesen Verein zu tun. Und ich werde mit Sicherheit alles tun. Und selbst wenn Gladbach morgen gewinnen sollte, werde ich auch alles dafür tun, dass der VfL Bochum sich in vernünftiger Form aus der ersten Liga verabschiedet, um eine Basis zu schaffen für den Wiederaufstieg. Und auch in Rostock fließen bittere Tränen. Eine ganze Region trauert. Der Sturz in Liga 2 nicht mehr zu vermeiden. Der zweite Abstieg nach 1992 ist so gut wie perfekt. Es war die letzte Chance, vertan beim 0:3 in Leverkusen. Wenn die Gladbacher morgen nicht gewinnen, wenn sie verlieren, dann gibt es noch 2 Spiele und
dann müssen wir beide Spiele gewinnen und die müssen beide verlieren. Aber was soll ich da jetzt dazu sagen? Das ist eine Situation, die ist nicht neu für mich. Aber man muss natürlich jetzt zu den anderen schauen und man hat selbst nichts mehr in der Hand. Das hat jetzt nur noch was mit Rechnerei zu tun? Nein, es hat nichts mit Rechnerei zu tun. Es hat mit den Spielen der Gegner zu tun und nicht mehr so mit uns. Dass wir die nächsten beiden Spiele so oder so gewinnen mussten, das ist klar. Und deshalb muss man jetzt abwarten, was Gladbach macht. Und Gladbach und der HSV trennen sich 0:0. Der Abstieg ist für Rostock nicht mehr zu verhindern. Kindertag in München und alle wollen noch mal Tschüss sagen. Das letzte Mal Olympiastadion, die letzte Meisterfeier im Olympiapark. Das ist die kleine Meisterschale, die große hat er einmal schon in die Hand nehmen dürfen. Jetzt stelle ich die Frage, das Gefühl, Meister zu werden, war ja schon vor 2 Wochen. Was war das Gefühl, die Schale in der Hand zu halten? Ja, heute, das war noch mal ein besonderes Gefühl. Heute habe ich zum ersten Mal gespürt, dass es doch was anderes ist, wenn man auch als Trainer Meister wird. Ja schon, aber ist es doch noch was anderes, wenn man dann die Schale auch hat? Ja klar, also wenn man sie dann überreicht bekommt, dann weiß man, dann hat man sie und dann und vor heimischem Publikum ist natürlich noch schöner als auswärts. Uli, die 17. Meisterschaft als Spieler und als Manager, gleichzeitig der Abschied aus dem Olympiastadion, ein hoher Sieg gegen eine Mannschaft, in der du schon gespielt hast, da wirbeln die Gefühle, oder? Ja, aber unsere Mannschaft hat natürlich heute diesem Stadion einen würdigen Abschied gebracht. Denn wie wir erste Halbzeit gespielt haben, das war supermeisterlich. Und das hat dieses Stadion auch verdient. Und ich glaube, unsere Fans sind hier heute voll auf ihre Kosten gekommen. 6:3 gewinnen die Bayern ihr letztes Heimspiel gegen Nürnberg. Makai und Deisler erzielen jeweils 2 Tore. So wird es in der Chronik der Saison 2004-2005 stehen. Das Spiel an diesem Tag, reine Nebensache. Stadion und Meisterschaft werden gefeiert. Die Meisterschaft war ja eigentlich dann doch relativ klar, sage ich mal in Anführungszeichen. Nicht ganz so emotional wie diese 2 Wahnsinnsmeisterschaften, als wir in Hamburg Meister geworden sind in der 94. Minute. Oder als wir hier gespielt haben gegen Bremen und Leverkusen in Unterhaching 2:0 verloren hat. Das waren natürlich Sekundenmeisterschaften, die natürlich von der Emotionalität her anders sind. Aber trotzdem lautet das Motto an diesem 33. Spieltag: Feiern, bis der Arzt kommt. Die letzte Chance auf den UEFA Cup will der HSV an diesem Tag in Hannover nutzen. Als Colin Benjamin die Hamburger mit 1:0 in Führung bringt, scheint das Spiel entschieden.
Erst recht, als Mpenza 23 Minuten später von Enke zu Fall gebracht wird. Stefan Beinlich hatte seit 5 Jahren noch keinen geschossen und war für den Hamburger SV noch nie angetreten. Er gegen Robert Enke und der bleibt der Sieger. Was für eine Situation. Der HSV nun total frustriert, Hannover stimuliert. Das ist Schröter. Schöne Flanke in die Mitte, Kopfball Steiner. Und es heißt plötzlich nur noch 1:1. Und weiter geht's in die 87. Minute. Barnetta war für Krupnikovic gekommen und abgezockt. Marke Makai erzielt eher den Siegtreffer für Hannover 96. Es war nicht zu fassen, auch nicht für ihn, Thomas Doll. Die Wut muss irgendwie raus, schließlich hat man eben endgültig den UEFA-Cup-Platz verspielt. Frank Gajdek heißt der Interimstrainer bei Arminia Bielefeld. 2 Tage zuvor hatte die Vereinsführung Chefcoach Uwe Rappolder entlassen, nachdem der seinen Wechsel zum 1. FC Köln zur neuen Saison bekannt gegeben hatte. Neuer Trainer wird Thomas von Hesen. Hansa Rostock ist jetzt auch rechnerisch aus der Bundesliga abgestiegen. Natürlich muss es sofort wieder hochgehen, aber ich weiß, wie schwer das ist. Und man soll es jetzt nicht annehmen, das wird ein Selbstläufer. Das ist ein ganz schweres Stück Arbeit. Dafür brauchen wir die Fans und da brauchen wir die ganze Kraft. Nee. 3. Platz. Ganz einfach. Ist nicht so gut wie die 2. In Mathe war ich früher als Kind sehr gut. Bayern schließt die Stuttgarter oder unentschieden, haben sie 59. Nicht gewinnen darf Stuttgart. Nee, der VfB gewinnt. Bloß Hertha darf eben nicht unentschieden spielen, wenn Bremen gewinnt, weil Bremen das zweitbeste Torverhältnis hat. Ne? Ich bin sicher, dass eine von beiden Mannschaften, Stuttgart oder Schalke, nur Wut weiß, was passiert, ne? Straucheln wird. Darauf darf es gar nicht ankommen. Das hat er Twitter noch. Der Kampf um die Champions League und Schalke ist dabei. Die Anspannung und der Druck hätte ich gar nicht gedacht, wenn man ganz oben steht, dass es so groß ist. Aber ich denke, werden wir dann noch mal die letzten Kräfte mobilisiert und ja, auch mit ein bisschen Glück das Ding heute gezogen. War schon schwierig, erst recht, nachdem ich die Vorlage zum 2:2 gemacht habe. Da hatte ich schon ein bisschen Schiss in der Hose, aber ich glaube, ich habe mich ganz professionell verhalten. Unterm Strich, 2. Platz ist sensationell. Jetzt müssen wir die Mannschaft weiterentwickeln. Aber wir haben nur ein Ding im Kopf, dass wir gewinnen und dass wir in die Champions League gehen. Und das war's so. Und es dauert bis zur 89. Minute, ehe das Ticket gelöst wird. 3:2 durch Bordon, die direkte Qualifikation. Und Königsblau hat es doch noch geschafft. Rudi Assauer und Trainer Ralf Rangnick, das Erfolgsteam aus dem Revier. Stuttgart, Hertha oder Bremen? 3 Mannschaften und nur noch ein freier Platz in der Königsklasse. Stuttgart empfängt die Bayern und muss schon nach 27 Minuten das 0:1 durch Michael Ballack hinnehmen. Blankes Entsetzen beim VfB Stuttgart. Zur gleichen Zeit in Kaiserslautern. Bremen muss auf den Betzenberg ran und unbedingt gewinnen. Valerien Ismail. Und dann Tim Borowski. 17. Minute, das 1:0 für Werder. Die Bremer sind zu diesem Zeitpunkt mit einem Bein in der Qualifikation zur Champions League.
Und Stuttgart jetzt noch mehr unter Druck. Und dieser Treffer durch Salihamidzic. Nach 30 Minuten bereits die Vorentscheidung. Der absolute Albtraum für Matthias Sammer. Es soll aber noch schlimmer kommen. Flanke Schweinsteiger und Scholl und Makai spielen Dreiband, Marke Meisterball. Jetzt ist klar, die Champions League wird ohne den VfB stattfinden. Matthias Sammer kann es noch nicht glauben. Zurück nach Kaiserslautern. Großer Einsatz von Nelson Valdez. Nelson Valdez und der macht alles klar für Werder Bremen. Valdez mit Auge. Und alle Fans sind begeistert. Unnötigerweise aus Bremer Sicht dann doch noch mal ein bisschen Spannung. Dafür sorgt Altintop. Anschlusstreffer zum 1:2. 45 Minuten sind von jetzt an noch in Kaiserslautern zu spielen. Und Thomas Schaaf alles andere als entspannt. In Stuttgart sorgt Čabić dafür, dass es nicht allzu peinlich wird. An der Niederlage kann auch er nichts mehr ändern. Dann ist Schluss und für Matthias Sammer gibt es nur eins. Ganz schnell raus aus dem Stadion. Riesenenttäuschung am Ende bei Mannschaft, Trainer und Fans und ziemlich bald Kritik. Ja, das muss jeder für sich überlegen, ob er alles dafür getan hat, um auch erfolgreich zu sein. Es ist ja bei uns so ein schleichender Prozess gewesen, dass die Rückrunde einfach nicht das war, was wir uns alle vorgenommen haben. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, warum die individuelle Leistungsstärke bei dem einen oder anderen eine große Diskrepanz, speziell nach Schalke, dann aufgeworfen hat und nicht so sehr über die anderen nachdenken. Die Enttäuschung ist groß und die Tage von Matthias Sammer beim VfB Stuttgart sind gezählt. Und in Berlin hat es für Hertha nur zu einem 0:0 gegen Hannover gelangt. Konsequenz, auch Berlin verpasst am Ende die Champions League. Was heute von außen kam, das war wirklich Champions League reif. Wir haben es heute auf dem Platz nicht hingekriegt. Wir sind sicherlich enttäuscht. Klar, die Chance war auch da. Und es tut auch weh, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich denke, nach einer Stunde oder nach zwei vielleicht oder nach ein, zwei Bier, sollte man sich darüber im Klaren sein, was man in dieser Saison geleistet hat. Ja gut, jetzt überherrscht noch ein bisschen die Enttäuschung, dass wir die Champions League nicht geschafft haben. Aber ich denke, dass wir trotzdem stolz sein können auf unsere Leistung dieses Jahr. Trösten kann das Marcelinho am Ende wenig. Wollte er doch nächstes Jahr auf jeden Fall in der Königsklasse dabei sein. Riesenjubel dagegen beim ehemaligen deutschen Meister. Unglaublich aber wahr, man hat es tatsächlich noch geschafft. Dritter Tabellenplatz und die Qualifikation für die Champions League. Werder ist dabei. Ja, ich denke, dass wir schon in der Woche gesagt haben, dass die Chancen auch da sind. Die anderen haben ja nicht so ein starkes Nervenkostüm. Das hat man im vorletzten Spiel schon gesehen. Und ja, ich denke, dass wir uns hier sehr gut präsentiert haben. Und ich denke, wenn man die Saison im Ganzen betrachtet, auch verdient Dritter geworden sind. Hatten Sie damit noch gerechnet? Ja, gerechnet nicht. Ich denke, wir haben uns das erhofft, dass wir heute hier gewinnen und dann, dass die anderen Punkte lassen. Und letztendlich war es so. Wir haben auch damit gerechnet, dass die anderen Mannschaften eben auch ihre Ziele erreichen wollen. Und das haben sie
haben sie hervorragend umgesetzt. Davon haben wir heute profitiert. Wir wussten, dass es eben nicht nur reicht, wenn wir gewinnen. Die anderen müssen auch was tun. Aber ich glaube, wir haben den Grundstein gelegt und die anderen haben es vollendet. Hannover und Bayern auch. Ich glaube, alles hat toll geklappt für Werder, endlich. Schicken Sie eine Kiste Bier vielleicht runter? Vielleicht zwei. Ich glaube, jetzt können wir einen wunderschönen Urlaub so haben. Ich glaube, besser geht's nicht, obwohl wir schon keine Pokal gewonnen haben, keine Meisterschaft gewonnen. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit unserer Saison. Ende gut, alles gut. Und auf ein neues im nächsten Jahr.